Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a Ballhaus Launenstrasse. Ja, das ist eine andere Sprache, ne? So. Es klingt anders. Ja. Ja, ich sagte guten Abend an alle. Und auch die, die hier nicht sein können und uns dann ne, durch, ich gucke jetzt direkt in die Kamera, mit den Streamings verfolgen. Auch schönen Abend. Ja, ich heiße Wagner Carvalho und leite das Haus mit meinem Team. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da heute sind, weil in unserem Alltag, so in der letzten Zeit, haben wir maximal 30, 40 Leute für unsere Vorstellung, weil alles wurde reduziert wegen Corona. Und dann, wenn wir so das Haus sehen, wie jetzt da ist, ja, das ist auch sehr emotionell für uns. Und mit dieser Perspektive, dass bald wir so voll mit vielen Leuten hier arbeiten dürfen. Ich möchte auch mich so bedanken so bei Mekoni und dann die Böhl Stiftung, das ganze Team, für diese weitere Zusammenarbeit. Im Oktober hatten wir schon eine Veranstaltung gehabt und jetzt machen wir die zweite Veranstaltung gemeinsam. Zu einer Angelegenheit, die nicht angenehm ist, die uns betrifft in den Alltag. Und ich habe eine kleine Reise in die Vergangenheit gemacht und mich daran erinnert, dass ich, als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, 1991, das war September, und da fing es schon an. Das war schon meine erste Begegnung mit der Situation in Heuswerda. Und dann gab es später Rostock und dann Solingen, Mühlen und so weiter. Und für meine Mutter in Brasilien, als ich dann 92 nach Deutschland kam, zu leben, im Mai 92, das ist schon jetzt fast 30 Jahre. Ne, so. Ich sehe nicht so aus, aber ich bin schon unterwegs, über so ein halbes Jahrhundert bin ich schon so, ja, auf dieser Welt. So. Und dann, das heißt, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung in Deutschland gesammelt. Und das war dann damals sehr schwierig, meine Mutter, meine Familie in Brasilien zu vermitteln, dass Deutschland nicht gefährlich ist, weil die Aspekte und die Übergriffe, die man ne, so erlebt hat, waren nicht zu übersehen. Und dann mit der Zeit, ne, so 2022, können wir sagen, dass wenn der Staat versagt, und dann NSU zum Beispiel ist das größte Beispiel ne, so dessen, was wir ja, erlebt haben, eine Mordserie, die dann tatsächlich 10 Jahre lang stattgefunden hat und wir kennen die Geschichte. Und wie der Staat auch damit umgegangen ist und weiterhin, wie der Staat versagt in verschiedenen Aspekten, dass heute in Deutschland eine rechtsextremistische Partei im Bundestag sitzt, ist für mich noch einmal ein Versagen so dieser Gesellschaft, nachdem alles, was wir schon in diesem Land erlebt haben, aus der würde ich sagen, so nicht so lange Vergangenheit, aber auch 30er, 40er, 40er Jahre und dann weiterhin eine extremische Partei, recht extremische Partei im Parlament zu haben, ist sehr schwer. Klar, das ist auch Bestandteil unserer Gesellschaft und dafür sind wir auch da, damit es sich verändert, damit wir die Möglichkeit haben, eine andere Perspektive oder andere Perspektive zu gestalten, eine andere Gesellschaft tatsächlich so zu haben. Und wie letztes Mal ich auch gesagt habe, wir sind da, wir waren da und wir werden weiterhin da sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Wagner, und vielen Dank, dass wir auch wieder hier sein dürfen. Zuletzt waren wir im Oktober hier zu 60 Jahre Antwerper Abkommen. Wir haben damals gefeiert,
60-jährige deutsch-türkische Nachbarschaft und zu Hause in Almania, so ist unsere Veranstaltung. Und jetzt wollen wir erinnern, auch nicht nur an die guten Erfolgsgeschichten, die wir im Oktober erzählt haben hier, sondern auch an das, was uns auch tagtäglich retraumatisiert. Du hast 91 erinnert, da habe ich mein Studium in Dortmund begonnen. Und Dortmund ist nicht so weit weg von Solingen. Und ja. und wir hatten große Angst, dass es auch überschwappt. Die Gewalt war allgegenwärtig und die Angst war, ich glaube, das kann man heute kaum vorstellen, dass wir irgendwie in der Nacht kaum schlafen konnten im Studentenwohnheim, weil wir einfach irgendwie ausgesetzt waren und auch erkennbar waren, wo wir gewohnt haben. Und ich finde, mit jedem Anschlag und mit jeder Gewalt findet eine Retraumatisierung statt, den Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind. So, ich möchte auf jeden Fall auch Sie alle begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und auch die über Livestream die Veranstaltung verfolgen. Die heutige Veranstaltung hat den Titel Sicherheit für alle, die Situation der offenen Gesellschaft seit Hanau. Mit den rassistischen und antisemitischen Mordanschlägen von Kassel, Halle und Hanau ist die Liste der Opfer rechter Gewalt und des rechten Terrors in Deutschland länger geworden. Und Opfer des rechten Terrors sind nicht nur Minderheiten oder auch Geflüchtete, sondern schon immer auch politisch engagierte Feministinnen, Aktivistinnen und auch zunehmend Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die sich für eine offene und plurale Gesellschaft engagieren. Rassistische Diskriminierung und Bedrohung durch extreme Strukturen geht aber nicht nur von der Straße und organisierte Hooligans aus, sondern, so wie Wagner Carvalho gerade eben auch gesagt hat, es sind auch Brandstifter in einigen Landesparlamenten und sogar auch im Bundestag, die die Sicherheitslage bedrohen, aber auch in Sicherheitsbehörden und Institutionen, die uns eigentlich schützen sollen und stattdessen aber auch die Unsicherheit erhöhen. Also insofern ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur über die rechte Gewalt, die von organisierten Gruppen in der Gesellschaft ausgeht, sondern auch von staatlichen Strukturen, die die Gewaltmonopol haben und eigentlich die Sicherheit erhöhen sollen und auch, und zwar ohne Diskriminierung, ohne Ausschluss bestimmter Gruppen, sodass wir in dieser offenen und pluralen Gesellschaft uns alle sicher fühlen. Deswegen stellen wir heute, aber auch in anderen Zusammenhängen, die Frage, wie sieht eine Sicherheit aus, die alle Menschen in der Gesellschaft gleichermaßen schützt, ohne einen Teil der Gesellschaft zu diskriminieren und ihnen auch den Schutz zu verweigern? Und zweitens, welche Strukturen sind dringend notwendig, um Transparenz, Rechenschaft und Effizienz bei der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und rechte Netzwerke in der Gesellschaft, aber auch in Sicherheitsbehörden zu gewährleisten? Das sind so zwei zentrale Fragen, die auch mit Erinnern an Opfer Hand in Hand gehen. Welche Architektur, welche Sicherheitsarchitektur brauchen wir eigentlich, damit wir in Zukunft besser geschützt sind und damit auch die offene und plurale Gesellschaft auch die Strukturen hat, die ihre Sicherheit gewährleisten? Wir haben eine Reihe von Informationen und Publikationen zu dem Thema auf dem Website der Heinrich-Böll-Stiftung Heimatkunde. Wir haben auch hier einen Büchertisch organisiert oder vorbereitet, wo auch eine Reihe von relevanten Publikationen sind, von uns, aber auch von Esther Dischereit und einige andere Autorinnen und Autoren. Also schauen Sie einfach kurz vorbei. Danken möchte ich an das Ballhaus und das Team vom Ballhaus, ein sehr zuverlässiger Kooperationspartner, und das gesamte Team des Ballhaus. Vielen Dank. Nun übergebe ich an Ebru Taşdemir, die uns durch den Abend leiten wird. Ebru ist Journalistin, Autorin und Aktivistin aus dem, auf dem Gebiet Medienkritik
und Medienvielfalt. Ebru hat auch die Hassmail-Show Hate Poetry initiiert und organisiert. Lieber Ebru, the floor is yours. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Mein Name ist Ebru Taşdemir. Danke, Mekonnen, nochmal für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend mit Ihnen, mit euch zu sein und natürlich auch mit Ihnen zu Hause an Ihren Geräten. Ich werde durch diesen Abend führen und ich habe schon gemerkt, es wird kein leichter Abend. Ich musste ein paar Mal schlucken. 91, dadurch, dass wir hier eine intergenerationelle Veranstaltung sind, wir erinnern uns leider auch an diese Begebenheiten und ich habe überlegt, dass eigentlich für mich nach der Selbstenttarnung oder nach der sogenannten Selbstenttarnung des NSU, dachte ich, das ist eine Zäsur. Das ist eine Zäsur für dieses Land. Danach wird es nie so sein wie davor. Alle werden daraus lernen, aber wir werden wahrscheinlich heute Abend auch erfahren, dass es noch einige, viele Zäsuren gibt und wir hoffen natürlich alle, dass es keine weiteren Zäsuren gibt, an die wir uns binden müssen. Sie merken schon, meine Stimme zittert. Es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Mekonnen hat ja auch schon gesagt, es ist auch eine Form von Retraumatisierung. Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach für uns alle, heute Abend hier zu sprechen. Und ich bin total froh, dass wir diesen Abend in drei Schichten, so habe ich das für mich genannt, das sind Schichten, die man aufeinanderlegen kann, die man bezeichnen kann. Also ich möchte es überhaupt nicht in Teile teilen, sondern in Schichten, weil eines ist eine Schicht, die sehr wichtig ist, also das Schrecken in Worte zu fassen. Das kommt jetzt gleich. Drei Frauen werden nach vorne kommen und über das Schrecken sprechen. Und wir werden uns dann in der zweiten Schicht dahin begeben, dass wir gucken, Sicherheit für alle, dieses Motto, da ist ja ein Ausrufezeichen dahinter. Wann können wir dieses Ausrufezeichen hinpacken? Oder können wir erstmal ein Fragezeichen hinsetzen? Und dann gucken wir, was dieses Fragezeichen vielleicht zu einem Ausrufezeichen oder auch zu einem Punkt macht. Und in der dritten Schicht haben wir eine Vision von einer jungen, einem Künstler, einer Künstlerin, und da freue ich mich auch sehr drauf. Also freuen Sie sich mit mir auf all diese Schichten heute Abend und ich wünsche Ihnen viel, ja, wie soll ich sagen, Freude kann man das ja nicht nennen, aber ich wünsche Ihnen auch ganz, ganz viele Gedanken und viele Gefühle an diesem Abend und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie sich beteiligen, auch an dem Panel. Und ich bitte nach vorne Gözde Tepeş, Molly Scharfman und Esther Dischereit. Bitte sehr. Schönen Abend wünsche ich euch allen. Ich bin Gözde, ebenfalls aus Dortmund, und ich würde gerne was zu Hanau sagen. Dabei würde ich gerne erwähnen, dass die Gedichte in drei geteilt sind, also das sind drei Gedichte. Die ersten zwei habe ich in der Tat Nacht geschrieben, nachdem ich davon erfahren habe, und das letzte habe ich zwei Wochen danach geschrieben, wo ich endlich wütend sein durfte. Okay. Daran ist nichts poetisch, daran ist nichts schön. Das sind gebrochene Worte, wir sind gebrochene Menschen. Unsere Arme reichen nicht aus, um uns zu umarmen. Unsere Stimmen nie laut genug, um einander zu hören. Unsere Tränen verstummt wie unsere Stimmen, wir erheben uns nicht mehr. Daran ist nichts poetisch, daran ist nichts schön. Wir sprechen gebrochene Worte, wir sind gebrochene Menschen. Danke. Da, wo ich herkomme, trauert man 40 Tage. 40 Tage Zeit, um zu verarbeiten, um zu realisieren. Nach 40 Tagen kann ich Schmerz verstehen, ich kann Schmerz lokalisieren. Wie lange wurde uns Zeit gegeben, zu verstehen, was geschehen ist, zu realisieren, was geschehen ist, unseren Schmerz zu lokalisieren und ihn zu empfinden? Hanau ist geschehen. In Deutschland dreht sich die Welt ganz normal weiter. Nur in unserer Brust eine tiefe, klaffende Wunde. Danke.
Und ich reiß euch alle mit, wenn ich sterbe. Auf den Schultern meiner Eltern griff ich nach Sternen, während ihr Horizont ständig beschränkt blieb. Große weiße Hände, die sie aus diesem Land vertrieben, nie wörtlich, doch ich weiß, kein Deutscher in 4-4 im Umkreis. Schwimm immer gegen den Strom, statt mit euch rumzutreiben. Stimme immer größer als dein Thron, Zeilen aus Gold, die ich schreibe. Und ich reiß euch alle mit, wenn ich sterbe. Dein Rassismus tötet, aber wir reißen ja dieses Land ins Verderben. Paradoxe Klassengesellschaft, etwas, wobei ich nie mitgemacht habe, weil dein Goldbarren den Wert eines Ziegelsteins hat. Viertgrößter Waffenexporteur, Auslöser von Traumata und alle Kinder sind verstört, aber haltet die Grenzen ruhig zu, Deutschland, sieh ein. An deinen Händen klebt unser Blut, es wurden Akten versteckt, ich rede vom NSU-Komplex. Und ich weiß, es ist schwer zu hören, aber noch schlimmer ist es zu töten. Dieses Schiff ist am Wanken, doch seine Ratten werden nie ertrinken, trotzdem werden unsere Erinnerungen nie verrinnen, den wirtschaftlichen Status habt ihr nämlich uns zu verdanken. Trotzdem sehe ich in Deutschland nichts weiter als ein Graben El Fertia auf die Träume unserer Eltern. Es tut mir leid, aber diese Welt hat sich nicht verändert. 3000 Kilometer weit entfernt, aber der Rassismus ist gleich. 3000 Kilometer weit entfernt, dort verbrannt, hier erschossen und immer eine Mutter, die weint. Deutschland, wir beide wissen, wir haben Probleme, aber gewiss nicht dieselben. Weil du mir die Hand verweigerst, selbst wenn ich sterbe, und du machst mir klar, ich war nie wichtig für dich. Leg die Karten auf den Tisch, solange du hinter der Waffe stehst, ist alles okay, ich bin es ja, der stirbt. Und das ist das Geständnis. Deutschland wurde nie entnazifiziert, Deutschland immer noch Gefängnis. Für die Träume der Opfer, die Träume der Eltern. Und ich weiß, du versuchst uns offenkundig zu eliminieren. Und selbst wenn wir auf dem Boden liegen, ist dir das nicht genug. Deine Brust voll Wut, im Blick kein Erbarmen und an deinen Händen klebt unser Blut. Sein Name war Hamza und er hatte blaue Augen und blondes Haar, etwas, was dir nicht genug war. Menschen aus unserer Mitte werden stigmatisiert. Deutschland, antworte mir, seit wann sind blond und blauäugige Menschen orientalisch? Es wird offenkundig versucht, uns zu eliminieren. Nicht mit uns, Deutschland, nicht mit mir. Denn hier bin ich mit diesem Text und versuche zu verdeutlichen, wie viel Schmerz das alles bereitet, doch du verstehst nicht. Sie sagen, jede Wunde hört auf zu bluten, wenn man fest genug drückt. Aber was geschieht, wenn kein Platz, wenn keine Zeit, wenn kein Raum dafür bleibt? Denn sie wird konstant geweitet. Mit Hanau ist Stück von uns allen erneut gestorben. Sieh uns dabei zu. Mit Hanau ist Stück von uns allen erneut gestorben. Sieh uns dabei zu. Öffnet endlich die Akten vom NSU, aber du bist geübt darin zu verschweigen. Es war keine Kette des Versagens. Warum konnte sonst niemand die Polizei erreichen? Antworte Deutschland, warum konnte Willi die Polizei nicht erreichen? Antworte Deutschland, warum konnte Edris die Polizei nicht erreichen? Wir sind die ungeliebten Stiefkinder von dir. Gedanken, die kreisen darüber, wie Willi kläglich versucht, die Polizei zu erreichen, gleich dreimal. Darüber, wie Said Edris versucht, die Polizei zu erreichen, gleich zweimal. Darüber, wie Ferhat hinter der Theke lag, unbeachtet und wie lange ist unklar. Darüber, wie Mercedes Opa im KZ vergaß und sie in Hanau ihrer Schusswunde unterlag. Aber solange du hinter der Waffe stehst, ist schön und gut. Unsere Geschwister, unsere Kinder liegen hinter der Theke voller Blut und du schaust auf uns runter. Und du schaust auf uns runter, du standest hinter der Waffe und ein zweites Gökhan von Çetin Said Nesar von Said Edris. Du standest hinter der Waffe, während Kugel Bruder vom Bruder entriss. Weder Freund noch Helfer, du bist mein Peiniger und mein Vollstrecker. Doch wegen dir sieht man Fatih, Sedat und Kaloyans Gesichter auf Flugblättern. Mit deinen Parolen wie nie wieder. Mit deinen Parolen wie nie wieder, altbekannt, erst wenn das Feuer gelöscht ist, erkennst du den Brand. Und erst wenn die Kugel uns trifft, Deutschland, erkennst du hinter uns die Wand. Verschlossener Notausgang, Deutschland, du bist ein Schranken, Deutschland, du bist voller Schranken, Deutschland, du bist ein Graben, eine verschlossene Tür, nicht mein Freund, nicht mein Helfer. Nicht mein Freund, nicht mein Helfer, du bist Peiniger, du bist Vollstrecker und du bist Mittäter. Dankeschön. Thank you. Thank you to everyone who organized this event. It has been 2 years since the Hala attack. My life is separated into two parts now, the day before October 9th and the day of October 9th. I walked out of the synagogue door just a few minutes before the assailant arrived.
I walked out the same door that the assailant tried to break into and shoot down, the same place where he brutally murdered Yana Ling on the sidewalk. If I had walked out of that door just a few minutes later onto that same sidewalk, I would not be standing before you today. 2 years. It should have never happened. No attack should ever happen. Year two feels better than year one, though, and so it goes. Bessel van der Kolk, the author of the leading book on trauma, The Body Keeps the Score. My body certainly keeps the score. Has anyone been in a car accident? Have you found yourself feeling like you were back in that car accident 5 or 10 years after it has occurred? This is trauma. Finding myself feeling that I'm back on that day, October 9th, around 12 noon, even though I am safe and sound. That is trauma. Sometimes I remind myself that I am safe, and sometimes it is my village of healers, friends, practitioners, my family, who remind me that I am safe. I am grateful for each and every one of you. Trauma does not fully go away. You can adapt to the symptoms, but it never truly goes away. On September 1st, 2020, I was the first witness in the trial against the assailant. During the trial, I began to experience neck and back pain, and a month later, while visiting my family in the US, I collapsed on the kitchen floor due to a ruptured disc in my lower back. I had to remain in the US to heal. Thank God I am better, but I still have pain due to the trauma. I can often be found at physical therapy, working on the trauma-induced pain. I enjoy the massage, and I'm able to take a nap during this time and feel at peace. I'm grateful to the Body Health Center at Wittenberg Platz and Dr. Samuel Esterson, who took care of me. I was invited to come to Germany in January 2019 to work with the Jewish community across Europe. I was so proud that I was chosen for this opportunity, and this would be a step up in my career. They recently laid me off from my job. They said it was a funding issue. However, they would never admit that it had anything to do with me being fully the same after the attack. It happened gradually. I slowly became more and more irrelevant at work and was taken off key projects. I am describing my experience to lend itself to the conversation of tonight's topic, security for everyone in an open society and what the effects are on individuals when their security is threatened. As a society, we must respect one another fully. We must listen before making assumptions, and we must include the person affected in any conversation about ways to support them. My heart breaks for the victims and the families of Hala and Hanau, the hearts that will never be whole again. And a mere 5 minutes stood between my fate and theirs. And some days I cannot tell the difference. When I stood in front of the attacker in court, he laughed at me when I shared who I was, that I'm Jewish, that I work for the Jewish community, and that my grandfather was a Holocaust survivor. He laughed because my identity represented everything he sought to destroy. And so, I will create the exact opposite effect in the world. I will accomplish this through coalitions, collaborations, and connection. I was not only speaking for myself in that courtroom, but I was speaking for my great-grandfather, my great-grandmother, and my three great-uncles, and a myriad of other family members. They perished in the abyss of the Holocaust. How I wish I could have grown up with them and met them, but on that day, in that courtroom, they were with me as I spoke for all of us. The assailant's laughing affected me immensely, and at times I can still hear him in my head. But all things considered, I am here. He most certainly messed with the wrong woman. He hated women too. The wrong family and the wrong people. I want to honor the memory of the victims of Hala and Hanau, who cannot speak for themselves. How I wish we could rewind the tape and not ever have to have this conversation again. May their memories be a blessing.
Guten Abend. Ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen, wo wir hier sind. Ballhaus Nauninstraße. Vor mehr als 10 Jahren wurde hier von Nurkan Erpulat und Jens Hilje das Stück »Verrücktes Blut« nach Jean-Paul Lilienfelds Film »La Journée de la Jupe« auf die Bühne gebracht. Damit hatten sie Anteil an dem, was wir »Kanakisierung« der Gesellschaft nennen können. Und es handelt sich im Kern um die bewusste und selbstbewusste Darstellung der Zugewanderten, Eingewanderten, der Geflüchteten, vor Krieg oder Folter Gekommenen. Später hieß das migrantisches oder postmigrantisches Theater. Eine Rezensentin schrieb, sie rotzen, kratzen sich im Schritt, labern sich schräg von der Seite an, quatschen laut in ihr Handy, rücken sich in Pose und ihre Haare zurecht, nervtötende Maschen pubertierer Jugendlicher sind das, Kanakengesten, das mischte auf. Die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland waren bereits um ZuwanderInnen aus der ehemaligen Sowjetunion, den Gussstaaten, gewachsen und damit war zunächst ihre Weiterexistenz gewährleistet. 9.9.2010, das war das Premierendatum hier in Berlin. Seitdem haben sich Sprach- und Sprechformen geändert, vom Fremden und Ausländer zu MigrantInnen, zu Menschen mit Migrationshintergrund bis hin zur postmigrantischen oder Gemeinschaft der Vielen. Die Auffassung von der Gesellschaft der Vielen geht nicht mehr von einer Betrachtung der Mehrheit und Minderheit aus. Ein Zustand, in der die Minderheiten per se in gewisser Hinsicht ja verloren haben. Eine Minderheit wird keine Mehrheit, bedarf des Schutzes in gewisser Hinsicht, sogar der Fürsorge. Das ist eine anstrengende Position. Ich gehe stattdessen davon aus, dass wir uns auf einem vielstimmigen Marktplatz befinden. Ich glaube, das ist ein Ausdruck, den ich zum ersten Mal bei Manuela Bogdanovic hörte. Dann gehe ich von einer Gesellschaft der Gleichen aus, der Bürger und menschenrechtlich Gleichen, und das möchte ich ja gerne. Was hat das mit dem Erpulat-Stück zu tun? Insofern die Gleichen ihre Gleichheit einfordern, so taten sie das unter Beanspruchung einer Beibehaltung von Diversität. Hier ist es niemals das Ziel, in der Gesellschaft der Ungleichen aufzugehen, sich unkenntlich zu machen, um dazuzugehören, sondern auf einem Anspruch des eigenen zu bestehen. Das hat Konsequenzen. Moscheen dürfen sein, sollen sein. Der Ruf des Muezzin, ja, das muss noch ausgehandelt werden, die Kirchenglocken. Während der Bau und das Betreiben von Moscheen vielerorts hintertrieben wird, verhält es sich mit unzähligen Synagogalbauten, die rekonstruiert und in denen keine Gottesdienste mehr stattfinden können, weil es keine jüdische Bevölkerung mehr gibt, die sie füllen könnte, anders. Sie werden hergerichtet. Wie Stein gewordene Läuterung der deutschen Seele. Ein Problem für die jüdischen Gemeinden, deren schmale Ressourcen gebunden werden. Unübersehbar ist eine Bildungsungerechtigkeit, Sprachdiskriminierung, Verweigerung auf Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Wir stehen aber heute nicht hier, um darüber zu sprechen. Leider nicht. Ungerechtigkeiten erfordern ja Protest und Kampf. Einmal ist das mit der Abschaffung der Leichtlohngruppen 1 und 2 ein Kampf gegen Frauendiskriminierung, aber insbesondere gegen die Diskriminierung der eingewanderten Frauen, die diese Lohngruppen füllten, ja gelungen. Es ist weiteres gelungen, die Einbürgerung betreffend, aber vieles ist eben nicht gelungen und das hat uns hier zusammengebracht. Der Titel »Sicherheit für alle«. Das ist ja das Vordringlichste überhaupt, die Unversehrtheit. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als solch ein Titel gebraucht worden wäre, um vor der Studentenbewegung zu warnen, vor jedweder Initiative, die darauf gerichtet war, dem parlamentarischen System eine außerparlamentarische Opposition gegenüberzustellen, die Etablierung der Zivilgesellschaft im Westen der Republik.
Jetzt ist es die außer- und parlamentarische Opposition in Gestalt einer AfD-Werteunion weiter und immer weiter rechts, die das Parlament als solches bedroht. Das Gefüge Legislative, Judikative, Exekutive, die Verfassung grundlegend bedroht. Wir sind uns schwer, aber darüber klar geworden, dass wir dieses Gefüge kostbar finden, verteidigen wollen und auch deswegen sind wir zusammengekommen. Meine Vorrednerinnen haben darüber gesprochen, dass wir mit dieser Veranstaltung auch den Raum betreten, den in wenigen Tagen am Jahrestag des Anschlags von Hanau die Überlebenden und Angehörigen betreten müssen. Unsere Gedanken sind bei Ihnen, unser Denken und Gedenken hat mit Ihnen zu tun. Wie es auch damit zu tun hat, dass eben Sie in diese Lage gestürzt wurden, nur wenige Monate nach dem Anschlag in Halle auf die SynagogenbesucherInnen, die Menschen im Kiezdöner und weitere, bei dem es um 2 Morde und den Gottlob gescheiterten Versuch eines Massenmords an 66 Menschen ging. Ich denke auch an die Überlebenden und Angehörigen des OEZ-Anschlags in München, die darum zu kämpfen hatten, dass ihre Opfer als Opfer rassistischer Gewalt angesehen werden, wie weiter zurückliegend die Opfer des Oktoberfestattentats. Ein Jahr nach jenem Aufbruch verheißenden Erpulat-Stück erfuhren wir vom sogenannten NSU, den Morden an 10 Menschen, davon 9 Menschen, die eingewandert waren. Als ich Beobachterin des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags wurde, hörte ich hier zum ersten Mal den Ausdruck Sicherheitsarchitektur. Mekonnen Meschkina hat ihn auch benutzt. Immer wieder war die Rede davon, die Sicherheitsarchitektur müsse verändert werden, so als müsste die Statik neu berechnet oder ein maroder Balken entfernt werden. Ein euphemistischer Ausdruck, würde ich sagen, angesichts der Verwobenheit von Polizei und Verfassungsschutzbehörden mit Akteuren aus dem NSU-Netzwerk, deren Mitschuld an den Morden nicht bezweifelt und mindestens durch Unterlassung gegeben ist. Mehmet Daimergüller spricht in seinem Beitrag des Buches Recht der Terror noch einmal darüber. In diesem Sinne hatten wir es nicht mit einer Sicherheitsorganisation für die BürgerInnen zu tun, sondern mit einem sich von dieser Funktion ja verabschiedenden, selbstreferenziellen Gesamtsystem, selbst ausgestattet im wahrsten Sinne des Wortes mit Macht und Gewalt, mit Waffe und Autorität, mit eigenem Netzwerk. Sicherheitsarchitektur, ein Ausdruck, als hätte es sich um ein Büro für demokratische KundInnen gehandelt. Tatsächlich haben wir eine Orientierung innerhalb der Behörden und Institutionen, die dem Bild dieses Marktplatzes der Vielen fernsteht. Gegenüber zahlreichen Mitgliedern der Vielen bewegen sich die Institutionen systemisch rassistisch. Dieser Tage, das werden Sie vielleicht gelesen haben, gab es einen Bericht in der Zeitung über den Überfall auf eine 17-jährige junge Frau, den die Polizei dann als Konflikt wegen Maskentragens zu Protokoll nahm und sie wurde von einer rechten Schlägertruppe eindeutig rassistisch beleidigt. Weil sie auf Instagram schrieb, wurde das korrigiert. Das ist nur einer unter zahlreichen Fällen und das spielt bei der Strafzumessung ja selbstverständlich eine Rolle. Wenn es denn dazu überhaupt kommt und nicht dem Opfer Schuld oder Mitschuld angelastet wird, wie über Jahrzehnte hinweg, über ein Jahrzehnt hinweg beim NSU geschehen. Wenn nun aber ermittelt wurde, wie im Fall Chemnitz, dann sind wir mit einer Justiz befasst, deren Aufklärungsinteresse mindestens als gering bezeichnet werden kann. Heike Kleffner berichtet darüber. Eine unendliche Verschleppung der Verfahren. Die Leugnung rassistischer, rechtsextremer und antisemitischer Gesinnung führt in die Einzeltätertheorie. Das ist ein Bagatellisieren in der Resistenz, Netzwerke und Zusammenhänge erkennen zu wollen. Das aber ist ein zentrales Moment unserer aller Sicherheit. Ein schonungsloses Interesse
am Ist-Zustand herzustellen. Nur das verschafft uns hinreichend Klarheit über das Ausmaß der Gefährdung, eine Ermittlungstätigkeit, die in verdienstvoller Weise von JournalistInnen, AntifaaktivistInnen, Antifa-Archiven geleistet wird und die nicht selten selbst Gegenstand polizeilicher Ermittlungen werden. So musste auch im Prozess gegen den Halle-Attentäter der Bezug zu den internationalen und digitalen TäterInnen-Communities durch GutachterInnen hergestellt werden, die die Nebenklage benannte. Das Bundeskriminalamt hatte keinerlei Kenntnisse und schämte sich auch nicht. Das kann so nicht bleiben. Die Ermittlungsbehörden müssen ihre Defizite hier aufarbeiten und die in und durch die Zivilgesellschaft erworbenen Kenntnisse nachfragen. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang auch die völlig verschwendete Kapazität auf die verfassungsschützerische Beobachtung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN, die sowieso himmelschreiend ist, einstellen und sich wünschenswerterweise der Verfolgung von RechtsterroristInnen widmen. Straflosigkeit, Bagatellisierung und Indifferenz bezahlen BürgerInnen und Bürger mit dem Leben. Hier ist nicht nur ein Umdenken in der Polizei gefragt, auch und gerade in der Justiz. Das Projekt Recht gegen Rechts ist hier ein Versuch, Transparenz herzustellen und bittet um die Einsendung und Zuarbeit mit relevantem Prozessmaterial. Es muss also sowohl in der Polizei als auch in der Justiz etwas geschehen. Unabhängige Meldestellen, an die BürgerInnen sich wenden können, wenn sie sich hier diskriminierend behandelt sehen. Es kann ja nicht sein, dass die Polizei die Beschwerde der BürgerInnen entgegennimmt, die sie ja selbst verursacht hat. So muss es auch innerhalb der Polizei Anlaufstellen für Polizeibeauftragte geben. Ich sprach davon, dass wir jetzt diesen Raum vor dem Gedenken und in Gedenken an die Getöteten von Hanau betreten, den Raum in Gedenken an die Getöteten von Halle, des OEZ-Anschlags München, des NSU, des Oktoberfestattentats. Und ich kann lange, lange, das wissen wir, leider hier weiterreden. Wir betreten einen Raum, in dem Verfahren gegen Herrn Josef S. als Mitglied der SS-Wachmannschaften des Konzentrationslagers Sachsenhausen, ein Prozess, der zurzeit vor dem Landgericht Neuruppin in Brandenburg stattfindet. In diesem Verfahren kann es leider kaum mehr um Gerechtigkeit für die Überlebenden und ihre Angehörigen gehen. Kein Strafmaß kennen wir hier, das irgendwie nur angemessen sein könnte. Was aber geschehen kann, ist die Verurteilung eines mutmaßlich Beteiligten am Massenmord als eine Handlung der Selbstvergewisserung der Gesellschaft, mit wem Sie und unter welchen Umständen Sie, wir leben wollen. Warum konnten Jahrzehnte der Toleranz dieser Verbrechen an der Menschlichkeit, der Verbrechen der Shoah, vergehen? Ausdrücklich ist hier dem nicht aufgebenden, hartnäckigen Nebenklageanwalt Thomas Walter und anderen zu danken. Ich komme zurück zum Halle-Verfahren. Konrad Rösler, auch Überlebender aus dem Kiezdöner, er sagte an die Adresse des Angeklagten: Du darfst leben, nur nicht mehr mit uns. Nur nicht mehr mit uns. Das Halle-Verfahren möchte ich auch noch in anderer Hinsicht zitieren. Es geht in diesen Prozessen nicht allein um die Verurteilung des Täters, der Täterin. Das ist wichtig, aber es geht ganz entscheidend auch um das Gehör, um die Anteilnahme, die wir und die Justiz muss diesen Raum gewährleisten, nicht gewähren, gewährleisten. Gewährleisten, Betroffenen entgegenbringen und deshalb muss ihre Zeugenschaft, ich wiederhole das, ihr Zeugnis und ihre Zeugenschaft einen elementaren Platz in diesen Verfahren einnehmen können. Und deswegen bin ich auch besonders dankbar, dass Molly Schafmann heute hier bei uns ist. Vielen Dank, Molly. Ich zitiere sinngemäß Ibrahim Arslan, Überlebender des Anschlags von Mölln und Aktivist der antirassistischen Bewegung: Wir sind nicht die Statisten unserer eigenen Angelegenheiten.
Zeugnis legen, Zeugenschaft. Das sind die elementaren Voraussetzungen, an denen zivilgesellschaftliche Akteurinnen seit Jahren, Jahrzehnten arbeiten. Und auf dieser Arbeit gründet sich heute die Existenz von Antidiskriminierungsstellen, Beauftragten gegen Antisemitismus und anderen, wie auch NSU Watch, des Verbands der Opfer rechter, rechtsextremer, antisemitischer, rassistischer Gewalt. Ihre Arbeit gehört unterstützt und auf ein solide budgetiertes Fundament gestellt, damit sie weitermachen können. Das Urteil, sagt Ismet Tekin, und ich zitiere ihn, er schrieb das in dem Buch, hab keine Angst, erzähl alles, die Stimmen von Halle, das Urteil, ich werde sehen, ja oder nein, für die Gesellschaft ist die Solidarität etwas, das sie stark macht. Die Leute von der Opferberatung, die normalen Menschen, die rings um uns waren, sie sind immer noch bei uns. Die sind die Besten, kann ich sagen. Wir sind zusammen in Solidarität. Was die Institutionalisierung von Beauftragten betrifft, so ergibt sich ein Problem. Es ist ein praktisches Problem. Zum Beispiel hat der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Berlin einen Kanon von zu überprüfenden Straßennamen vorgelegt, in dem also die Bezeichnung und Ehrung zum Beispiel als Jürgen-Fuchs-Platz als bedenklich oder zu kontextualisieren dargestellt wird. Dies gründet sich auf einem Buchtitel, den Jürgen Fuchs über eine Enthüllung, Anklagerecherche über die Stasi wählte. Auschwitz der Seelen hieß das Buch. Ich habe es gelesen und sehr wichtig gefunden. Ein Dissident, ein Bürgerrechtler, ein Mensch, der wie kaum ein anderer für Menschenrechte einstand mit seinem Leben. Der mich bat, mit Jugendlichen über Antisemitismus zu sprechen, als es noch keine Antisemitismusbeauftragten gab. Gleichgültig, wie ich über den Buchtitel denke, diese Beauftragten sind eigentlich keiner gewählten Instanz gegenüber rechenschaftspflichtig und agieren hier und da, mal innerhalb von Landesgrenzen, mal nicht, ist das eine Lösung. Noch mehr Beauftragte gegen Rassismus, gegen Islamophobie, gegen Gatsche-Rassismus oder Antiziganismus, wenn Sie diesen Ausdruck noch nicht kannten. Gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Gruppen. Ist das die Richtung, die wir haben wollen? Wenn wir zurückkommen wollen zur Idee des Marktplatzes der Vielen, dann ginge es nicht um eine fortdauernde Abwehrbewegung, sondern um die Möglichkeit, dass die partikularen Interessen sichtbar geltend gemacht werden und das Fundament politischer Handlungen bilden. Dann benötigen wir einen Rat der Vielen. Dann benötigen wir eine Beauftragung für die Angelegenheiten der Demokratie. Eine gewählte Funktion gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig. Hier müsste diese Aufgabe angesiedelt sein, die VertreterInnen der Vielen auf Augenhöhe zusammenzurufen, einen Rat zu bilden, damit ihre Angelegenheiten Gestalt annehmen können. Über der Pandemie sind die Interessen derer, die noch immer in Griechenland festsitzen oder syrische Menschen, die in der Türkei als Illegale strandeten, sie sind nicht, ich sage das bürokratisch, weil es bürokratisch ist, sie sind nicht befasst worden. Das ist dringend und muss wieder aufgenommen werden. Und so werden auch Sie eine Stimme in diesem Rat der Vielen bekommen müssen. Sie, die noch nicht da sind. Ich denke also an eine Verbindung von Partikularinteressen und einem Gemeinsinn oder Universalismusgedanken, also ein Wir, was ein Wir ausmacht. Im Zusammenhang der Pandemie erkennen wir das besser als jemals zuvor, denn Freiheitsrechte und Individualismus sind ja wunderschön, aber wenn sie an die Grenzen kommen, wo sie die Existenz anderer gefährden, muss man eben neu überlegen. Ich rede jetzt nicht weiter über Verschwörungsmythen. Die Gesetze reichen durchaus, sagt Kati Lang, auch das steht in dieser Broschüre Recht der Terror. Es wäre schön, wenn sie angewendet werden. Ich möchte etwas zu der Frage sagen, wer eigentlich von diesem Sicherheitsproblem betroffen ist. Sicherheit für alle unterstellt, dass wir alle von Nicht-Sicherheit oder Gewalt betroffen sind.
Immer wieder haben Betroffene von rassistischer und antisemitischer Gewalt darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Gleichsetzen zum Beispiel der Weißen mit nicht-weißen Menschen, mit schwarzen Menschen unangebracht ist. Sicher auch der jüdischen Menschen mit nicht-jüdischen Menschen. Gleichwohl war es möglich und besonders wichtig, dass sich diese Betroffenen mit Menschen zusammengeschlossen haben, die aus rassistischen oder islamophoben Gründen angegriffen waren. Manche werden sicher in den nächsten Tagen nach Hanau fahren. Ja, und es ist unangebracht, den Wohnungslosen, sie sind ja besonders häufig Opfer rechtsterroristischer Angriffe, mit dem Wohnungshabenden gleichzusetzen. Ich kann diese Argumentation nachvollziehen. Alle diese sind besonders vulnerable Gruppen und dennoch ist auch etwas Richtiges daran zu sagen, wir seien alle betroffen. Spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, diesem konservativen politischen Vertreter des Establishments, ist zu erkennen, dass der Rechtsterrorismus zahlreiche Gruppen in seinem Feindbild einschließt. Die politischen GegnerInnen, PolitikerInnen, PolizistInnen. In diesem Sinne stelle ich mir Fragen nach ausbleibender Waffenkontrolle und dem Mord an den zwei Polizisten in Kusel. Ganz allgemein Menschen wie die Heidelberger Studierende. Die Verbreitung von Angst und Schrecken gehört ja im Allgemeinen auf die Agenda. Destabilisierung des Systems mit allen Mitteln, wie ein Überfall auf eine Wandergruppe und anderes. Gravierend ist in diesem Zusammenhang die völlig unaufgeklärte Interdependenz der enorm hohen Zahl an Frauenmorden in der Bundesrepublik mit Männlichkeitsfantasien und rechtem oder rechtsterroristischem Weltbild. Wenn wir uns diese Zusammenhänge bewusst machen, können wir erkennen, dass die Forderung nach Sicherheit für alle sich tatsächlich an alle richtet. Wir vergessen nicht, was geschah mit Uri Jalloh. Wir können nicht mit einem Polizeiapparat leben wollen, in dem das Anzünden eines inhaftierten Menschen stattfindet und erfolgreich vertuscht wird. Einen solchen Apparat können wir nicht wollen. Nicht zum Schutz und für überhaupt nichts. ACAB darf man nicht sagen, nicht wahr? Dann hören Sie auf mit der Gewalt und Kriminalisierung von Shisha-Bars und migrantischen Jugendlichen. Ich habe jahrelang gewerkschaftliche Seminare durchgeführt mit türkischstämmigen ArbeitnehmerInnen. Sie waren Postzusteller, Busfahrer, Straßenbahnfahrer, Müllarbeiter und sie waren Krankenpfleger, verschiedenste Berufe. Nicht einer war unter ihnen, der nicht von Übergriffen auf seine Kinder berichten konnte. Zurück zu Erpulat, zum Theaterstück Verrücktes Blut. Zu diesem Ort, zu diesem Theater. Danach kam Thilo Sarrazin und auch er ist Teil einer Bewegung geworden, eben der Rechten. Ich schließe mit einem Satz von Sabrina Slipschenko. Auch sie überlebte das Halle-Attentat und sie sagt vor Gericht, das möchte ich sagen. Ich bin nicht nur Jüdin, ich bin auch eine Frau. Ich bin eine Linke, ich bin gay und so, ich bin eine Migrantin. Ich komme also aus einer armen Familie, das gehört auch zu mir. Ich wäre für den Angeklagten ein lohnenswertes Ziel gewesen, wenn er das hätte realisieren können. Rechte Gewalt ist gefährlich für jedermann. Jeder hier im Gerichtssaal, sagt sie, kann theoretisch ein Opfer rechter Gewalt sein. Jeder von uns kann Kevin, Jana, Ismet oder sonst wer sein. Man muss sich nicht in einer Synagoge befunden haben. Es ist eine Gefahr für uns alle. Dank an Sabrina Slipschenko, dass sie uns dieses Zeugnis überließ. In diesem Sinne darf ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen dreien bedanken. Auch in Ihrem Namen hoffe ich, das waren sehr bewegende
Eindrücke. Thank you, Molly Schaufman, again. Danke, Gerse Tepper, für die Wut und auch, dass du hier bist. Ich würde mich bei euch bedanken. Ihr geht von der Bühne. Danke. Esther Dischereit bleibt hier. Ich stelle euch auch gleich nochmal im Nachhinein vor. Und zwar, Gerse Tepper ist von iSlam. Sie schreibt Gedichte, die das einzige Kriegsinstrument sind, das Gerses an kennen, wurde mir gesagt. Und sie hält somit die eigene Realität in Form von Worten fest. Dabei ist es gleich, ob Menschen dies als Poesie oder Politik aufnehmen. Sie ist Teil des Künstlerinnenkollektivs iSlam. Wir hören am Ende der Veranstaltung nochmal solch ein Kunststück von iSlam. Molly Schaufman, Sie haben es mitbekommen, ist eine Überlebende des Anschlags von Halle, zwar von 2019, und wie gesagt, danke, dass ihr hier wart. Ich setze mich mal hier rüber, weil Sie können sich denken, dass wir mit Esther Dischereit nicht alleine bleiben heute Abend hier. Wir haben nämlich noch weitere Gäste, die ich nach und nach auf die Bühne bitten würde, und ich werde sie Ihnen auch gleich vorstellen. Und ich freue mich natürlich auch, dass zum Beispiel Herr Stefan Kramer dabei ist. Bitte sehr, kommen Sie gerne auf die Bühne. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Arvid Tesfayesus dabei ist. Und last but not least, Liane Bettnarz. Wie schön, dass Sie alle da sind. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Esther Dischereit. Sie sind Schriftstellerin, Lyrikerin, Theater- und Hörstückautorin. Sie haben die Werke Eine Joemes Tisch, eine jüdische Geschichte und Übung, jüdisch zu sein, geschrieben und gelten als die wichtigste Stimme der jüngeren jüdischen Literatur der zweiten Generation nach der Shoah in Deutschland. Zu den Verbrechen des NSU erschien ihr Werk Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena im Jahr 2014. Im Jahr 2020 veröffentlichten sie in deutscher und englischer Sprache den Gedichtband Sometimes a Single Leaf. Und zuletzt haben sie im Oktober 2021 Hab keine Angst, erzähl alles, das hatten sie auch schon in ihrem Impulsvortrag vorgetragen, die Stimmen der Überlebenden des Anschlags von Halle gesammelt und herausgegeben. Wie schön, dass Sie da sind nochmal, Frau Dischereit. Frau Liane Bettnarz würde ich gern vorstellen, Publizistin und promovierte Juristin mit dem Schwerpunkt Neue Rechte, Populismus und religiöse Bewegungen. Sie unterhält eine monatliche Kolumne beim Tagesspiegel Causa. 2015 erschienen ihre Bücher Deutschland dreht durch, die Wahrheit über die AfD und Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte, zusammen mit Christoph Gieser. Und im Frühjahr 2018 erschien Die Angstprediger, wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Stefan Kramer, Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Er war von 2004 bis 2014 Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und Direktor des Büros des European Jewish Congress in Berlin. Seit dem 1. Dezember 2015 leitet er den Thüringer Verfassungsschutz. Das Amt war zuvor und infolge des NSU-Komplexes 3 Jahre vakant. Arvid Tesfayesus ist in Eritrea geboren und kam als Kind nach Deutschland. Sie studierte Jura in Heidelberg und ist seit 2007 Rechtsanwältin in Kassel. 2009 trat sie in die Partei Bündnis 90 Die Grünen ein. Seit 2016 ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für Antidiskriminierung und Vorsitzende im Ausschuss für Chancen, Gleichstellung, Integration und Eingaben der Grünen Rathausfraktion in Kassel. Sie kandidierte im Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg und wurde erstmals für die Bundestagswahlen aufgestellt 2021 und zog als erste schwarze Frau in den Bundestag ein. Frau Dischereit, Sie haben es ja schon angesprochen, kurz in Ihrem Impulsvortrag, was mich auch
mitgenommen hat in der letzten Woche. Wir hatten es auch schon mit Frau Bettnerz im Vorgespräch auch schon nicht ausdiskutiert, aber darüber gesprochen, war der Angriff auf die junge Dylan Sözeden, die 17-jährige junge Frau, die im Prenzlauer Berg angegriffen wurde. Und sie musste sich quasi selber aus dem Krankenbett melden und das richtigstellen, was Medien unter anderem und natürlich auch die Polizei falsch dargestellt haben. Nämlich, dass es ein Maskenstreit gewesen sei, sie hätte keine Maske gehabt und drei Männer, später kamen drei Frauen dazu, haben sie angegriffen, körperlich angegriffen. Und eines der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, ist, dass einem nicht geholfen wird und dass es genau passiert. Sie hat ganz, ganz viele Menschen angesprochen, sie hat es per Video aufgezeichnet. Am Ende bedankt sie sich noch im Video, sehr ironisch, danke, dass ihr mir geholfen habt. Und sie muss sich quasi entanonymisieren, nenne ich das. Also sie muss sich quasi aus dem Krankenbett melden und das richtigstellen. Und das war so ein krasser Vorgang, weil man denkt, Prenzlauer Berg, das kann doch nicht sein. Und eine Frau, die irgendwie in der vierten Generation wahrscheinlich hier lebt, sie sagt selber auch über sich, ich bin Ausländerin, habe einen deutschen Pass, also eine Selbsttitulierung als Ausländerin ist vorhanden. Und meine Kollegin Fatma Aydemir hat in der Taz das sehr gut zusammengefasst, weil sie hat Halle, Hanau und eben diesen Übergriff auf die Lanzösede in einer Kolumne verarbeitet und meinte, diese Bilder sind nicht willkürlich aneinandergereiht, sie gehören zusammen und sie erzählen von einer Gesellschaft, in der rassistische und rechtsextreme Angriffe stillschweigend beobachtet und hingenommen werden. Und ich würde gern diesen Satz mit Ihnen teilen und Sie fragen eben Sicherheit für alle und ich würde dieses Fragezeichen gern hier setzen. Wer fühlt sich hier eigentlich heute am 15. Februar 2022, wer fühlt sich hier eigentlich in Deutschland sicher? Gibt es Gruppen, die sich sicher fühlen? Herr Kramer, vielleicht? Da kam schon aus dem Publikum ein Ja, ich habe es gehört. Vielleicht sollte ich das Mikrofon ins Publikum geben. Also ich kann nicht sagen. Also ich glaube, es gibt keine Gruppe, die sich wirklich sicher fühlen kann in dieser Gesellschaft. Und das ist genau das Problem. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, nicht nur für die Einladung, sondern dass wir uns diesem Thema heute mal in einem ersten Aufschlag, natürlich mit dem ganzen Hintergrund, der auch beschrieben wurde, Halle, Hanau, aber auch die vielen anderen Morde, die eigentlich die Geschichte der Bundesrepublik durchzogen haben, darstellen. Und mein Petitum ist ganz einfach, es nützen uns die Freiheitsrechte unseres Grundgesetzes, wenn wir nicht die Sicherheit haben, auch eben diese Freiheit genießen zu können und sie auch leben zu können. Und insofern kann ich nur sagen, ja, es ist sehr viel rauer in unserer Gesellschaft geworden, kälter, aber auch gewalttätiger. Und ich habe mal an einer anderen Stelle gesagt, es ist eigentlich völlig egal, wenn Sie als Mann oder Frau oder in einer anderen Rolle, egal auf der Straße, an den Falschen oder die Falsche treffen, dann kann es zu spät sein. Und das ist, glaube ich, ein sehr bedenkenswertes Attest, was ich ausstellen muss, auch als Behördenchef. Denn natürlich ist die Frage von gefühlter Sicherheit, von tatsächlicher Sicherheit, von Statistiken, die uns auch ganz gerne vorgesetzt werden, um uns zu suggerieren, es sei doch alles sicher. Und sicherlich im Verhältnis vielleicht zu anderen Ländern oder anderen Regionen geht es uns auch noch statistisch zumindest besser. Aber die gefühlte Sicherheit ist eine andere. Und insofern, mir ist niemand bekannt, der sich wirklich sicher fühlen kann. Wie ist es bei Ihnen, Frau Bettnerz? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also ich meine, Ida Oberstein, da wurde ja der Mitarbeiter der Tankstelle erschossen, nur weil er dazu aufgefordert hat, dass ein Kunde die Maske aufsetzt. Das heißt, ja, also es kann jederzeit ganz unvermittelt was passieren. Aber dennoch ist es, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, dass bestimmte Gruppen sich in der Gesellschaft doch zu Recht auch leider unsicherer fühlen. Und das ist ja Thema auch heute Abend. Also für People of Color ist es gewiss in bestimmten Gegenden gefährlicher, als es jetzt für mich wäre. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird viel darüber gesprochen, aber es ist so als wirklich wichtiges Thema in der Mehrheitsgesellschaft nicht wirklich angekommen. Also gerade auch in das, was ja so meine eigenen Kreise sind, auch konservative Zirkel, ist es, wenn ich ehrlich bin, nicht so ein großes Thema, leider. Es müsste es aber sein. Und ich bin hauptberuflich Anwältin in der Wirtschaft und ich weiß von Kollegen auch sozusagen auch von Wirtschaftsvertretern, die People of Color sind,
die erleben einfach krasse Sachen. Also das ist so, wenn die wieder einreisen. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn sie auf Auslandsreise waren und dann nach, das war vor der Pandemie, dann wieder einreisen nach Deutschland und können noch so schick gekleidet sein, können eigentlich fast die Uhr danach stellen. Sie sind dann diejenigen, die kontrolliert werden bei der Wiedereinreise. Sie sind auch diejenigen, die auch tatsächlich mit Alltagsrassismus zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dass das ist sowas, man hört dann passieren diese furchtbaren Attentate, alle sind wahnsinnig betroffen, auch die Mehrheitsgesellschaft, aber so ein richtiges Bewusstsein dafür, dass es leider in Deutschland diese Stimmung gibt und dass sie sich eben auch durch Parteien, die Ressentiments oder die AfD, die diese Ressentiments ja auch verbreitet, einfach so eine Stimmung breiter gemacht hat. Und last but not least, ich habe leider auch so ein bisschen den Eindruck, also ich komme aus der Nähe des Ruhrgebiets und bei uns war das total normal, damals schon in den 80ern, dass man eben auch viele zum Beispiel türkischstämmige Klassenkameraden hatten. Und das war eigentlich gar kein großes Thema, das war irgendwie normal. Und jetzt ist es aber so, das merke ich ehrlicherweise auch an mir selber, also dass mir zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Kopftuch trägt, das fällt mir, glaube ich, mehr auf als früher, einfach weil so viel darüber gesprochen wird und das irgendwie, es ist nicht mehr so normal, wie es eigentlich sein sollte oder früher auch mal war. Also insofern würde ich sagen, es ist ein unterschätztes Problem insgesamt, auf jeden Fall. Es ist interessant, dass Sie das erzählen. Achso, gibt es Applaus. Das ist interessant, dass Sie das, also ich würde es so in die 80er Jahre verorten, was Sie erzählen, 80er, Anfang 90er, vielleicht können wir darauf nochmal zurückgreifen, weil ich habe nämlich auch so aus meinem Umfeld, höre ich immer wieder, ach in den 90er, also 80er war total gut bis zum Mauerfall und vielleicht können wir da nochmal eingreifen, vielleicht auch Ihre Erfahrungen, vielleicht ist es auch eine sehr kleine Bubble, in der ich unterwegs war oder meine Eltern machen sich das wahrscheinlich auch nochmal hübsch, so im Nachhinein in den 80ern war es noch schön, bis die Mauer fiel, dann ist die Mauer auf unsere Köpfe gefallen, hieß es ja damals, aber darauf können wir dann gleich nochmal zurückgehen, weil ich wollte nämlich nochmal Frau Dischereit und Frau Tesfaye-Jesus fragen, für welche Gruppen ist es sicher? Können Sie die Frage gerade noch mal wiederholen? Ja, wir hatten ja überlegt, Sicherheit für alle, Fragezeichen. Mhm. Wer sich unsicher fühlt, das wissen wir ja eigentlich schon sehr genau. Mhm. Oder wir können zumindest erfühlen oder erspüren oder wir hören immer wieder Zeugenaussagen und so weiter. Welche Gruppen fühlen sich denn heute, an diesem Tag, sicher in Deutschland? Oder wer fühlt sich hier sicher? Naja, also die sich am stärksten oder am lautesten unsicher fühlen, sind doch Angehörige dieser Mehrheitsgesellschaft. Ja, der weißen Mehrheitsgesellschaft, die andauernd schreit, also sie sei bedroht. Das Problem ist also meines Erachtens genau andersrum, ja, dass diejenigen, deren Status nun am wenigsten in Frage steht, am lautesten mitteilen, dass ihnen was fehlt oder dass da von den anderen, den Diversen, ein Platz genommen wird, eine Verdrängung geschieht. Also rechtsextremistisch oder terroristisch haben wir das in der Theorie der Umvolkung, aber es kommt natürlich auch in viel feineren Abschattierungen daher, wo also ständig irgendjemand eine Schwierigkeit hat, weil auf dem Dachboden jemand ein Dach deckt und der ist aus Bulgarien und dann wird dann schon wieder vielsagend irgendwas geguckt, ja und? Also das kann ich jetzt irgendwie deswegen so nicht beantworten. Natürlich habe ich mich, als die Nachricht gelesen habe von der jungen Frau, die im Prenzlauer Berg angegriffen wurde, sofort gefragt, ist das die Möglichkeit, dass ich einen Instagram-Account haben muss, um mich wehren zu können? Und mir war klar, ich habe keinen. Also das fand ich wirklich, ist ja himmelschreiend. Es ist auf der anderen Seite, ich glaube, dass der Fall in vielerlei Hinsicht wichtig für uns ist, weil er so sehr vieles gleichzeitig zeigt. Wir haben im Zusammenhang der NSU-Verfahren doch eine eklatante Fehleinschätzung von Profilern gehabt. Also immer wieder mit einer Ausnahme wurden alle möglichen Szenarien angestellt von mafiösen Strukturen und irgendwelche kriminelle Vereinigungen und so weiter und so weiter. Da ist doch was ganz Grundlegendes verkehrt. Das Gefühl dafür, wenn eine Person, die zu diesem Personenkreis gehört, also zu
sagen wir mal, vulnerablen Gruppen gehört, müsste eigentlich per se und überhaupt und prinzipiell in diese Richtung eines Verbrechens ermittelt werden. Und nicht, dass die Beweislast immer umgekehrt ist. Ja, dass die Betroffenen immer sagen müssen, ja, aber es ist doch Rassismus. Es ist umgekehrt. Es ist Aufgabe der Polizei in meinen Augen und der Sicherheitsbehörden, zunächst mal in einem solchen Fall das auszuschließen, indem man es erst einmal ermittelt. Also es muss erst mal auf der Agenda stehen, es muss überhaupt erst mal da sein. Das ist das eine Moment. Das andere, was daran zu diskutieren ist, das ist, wie findet eigentlich Anteilnahme statt? Also die junge Frau beschwert sich ja, aber absolut zu Recht, beschweren ist ja gar kein Ausdruck, wahrscheinlich ist sie zutiefst getroffen von der Tatsache, dass ihr niemand half. Und da erinnere ich mich eben auch an eine Rede, die Rabbiner Jeremy Borowitz über Halle, nach dem Anschlag in Halle, vortrug. Da ging es nämlich gar nicht darum, was jetzt unmittelbar nach dem Anschlag passierte, direkt nach dem Anschlag auf die Synagoge, sondern dass er am nächsten Tag auf die Bank gehen möchte und möchte für die Gruppe, die jetzt einfach nochmal zusammenkommen muss, die hochgradig verletzt ist, beschädigt ist, traumatisiert ist, möchte ein Zusammentreffen organisieren. Und da er ein Geldlimit bei sich da eingebaut hat, kommt er nicht an sein Geld, was er in dem Umfang jetzt brauchen würde. Und er erzählt ja nun nichts Alltägliches. Er geht ja nicht hin und sagt, ich möchte ja jetzt einfach mal mein Limit überschreiten, sondern er geht hin und sagt, wir sind hier die Betroffenen dieses Anschlags, wir müssen uns versammeln, können Sie jetzt eine Möglichkeit schaffen, dass wir an unser Konto kommen? Und es wird ihm also verwehrt. Er wird gesagt, guter Mann, tut mir jetzt auch leid, tschüss. Und dann sagte er, also er endete dann seine Rede damit, sagte, wer bitte nimmt hier Verantwortung? Was ist daran jetzt eigentlich so schwierig gewesen? Was wäre so schwierig gewesen, diese Situation zu lösen? Und das finde ich eben in diesen Fällen, wir können bestimmt nicht ausschließen, dass sowas passiert. Ja, aber was wir doch machen können, und da fühle ich mich auch nicht so niedergeschlagen, wie das vielleicht von Ihrer Rede aus anzunehmen wäre. Wir haben eben doch auch was geschafft. Ja, wir haben nämlich das geschafft, dass es Selbstorganisationen gibt, dass die sichtbar sind, dass die da sind, dass die anzusprechen sind und dass die das eben auch hören. Und das ist was. Das ist was. Und ich habe auch versucht, in diese Richtung zu reden. Ich sage, die Sicherheit kann sich ja nur verbessern, wenn wir uns stärker sichtbar machen und noch stärker. Und ich meine, Mekonnen Meschkina sagte, er habe hier das Anwerbeabkommen mit der Türkei, das Feierlichkeiten haben hier stattgefunden. Der Untertitel, das war nochmal ein anderer, der hieß nämlich 60 Jahre Scheinehe. Ja, also ich kann mich da so los erinnern. Also ich will damit nur sagen, es war auch vorher nur nicht alles wundervoll, sondern diese Leichtlohngruppen, die waren eben von den Arbeiterinnen aus der Türkei besetzt und da mussten große Kämpfe geführt werden und die IG Metall hatte zunächst keinerlei Lust, diese Kämpfe aufzunehmen und zu vertreten. Also das war jetzt einfach nicht wundervoll und diese Generation hat auch was geleistet. Es ist mir wichtig, das zu betonen. Danke sehr. Bei Ihnen, was glauben Sie? Also ich habe ja keine Daten oder Fakten. Ich kann nur aus meinen persönlichen Erfahrungen sagen. Und ich mache die Erfahrung, dass mein weißer Mann sich Sorgen um sein schwarzes Kind macht. Mhm. Ich habe einen Paar, mit dem ich befreundet bin, auch ein weißer Mann, verheiratet mit einer Israelin. Und sie schauen schon sehr genau, wo sie auch in der Öffentlichkeit Hebräisch sprechen können. Mhm. Das ist nicht problemlos möglich. Und ich schaue da nicht gerade Sicherheit im Sinne von Angriffe und verletzt werden und geschlagen werden. Für mich steht vielmehr auch der Alltag im Fokus.
angepöbelt werden, beschimpft werden. Und das macht noch viel, viel mehr als diese Peaks, die dann in die Öffentlichkeit kommen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir übersehen, was tagtäglich passiert. Und das fällt für mich genauso unter den Punkt Sicherheit. Und ich glaube, mein schwarzer Bruder wird öfter am Frankfurter Bahnhof kontrolliert als mein Mann, der weiß ist. Und auch das ist für mich ein Sicherheitsgefühl. Oder eine Freundin, die gegen die Abholzung eines Waldes demonstrieren wollte und gesagt hatte, ach, ich mit meinem Kopftuch kann mich aber nicht so gegen die Polizei benehmen, wie ihr das macht. Ich habe nicht die Freiheiten. Und das ist eben auch eine Sicherheitsfrage. Als weißer Mensch kann ich mich da hinstellen und sagen, ich setze mich hin und protestiere und mache das nicht. Als Frau mit Kopftuch überlege ich mir ganz genau, ob ich das mache gegenüber der Polizei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil ich glaube, das, was bei Dilan Sözede auch einen so trifft, ist, dass es im Alltag passiert. Ne? Also wir benutzen alle den ÖPNV. Sie sieht aus wie meine Tochter. Ne? Also deshalb trifft das einen so sehr. Oder sie sieht aus wie ein junger Mensch, der einem tagtäglich in der U-Bahn begegnet oder in der Tram begegnet. Und genau das, was Sie sagten, dieser Alltagsrassismus, ne? Also für wen ist es sicher, sobald ich sichtbare Migrationsgeschichte habe, ist es nochmal eine zweite Überlegung, ob ich mich zum Beispiel an bei aktivistischen Organisationen, wo man ja sicher auch fragt, warum sind bei Fridays for Future so wenig POC dabei, dann ist es wahrscheinlich nochmal ein Sicherheitsgefühl. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, das haben ja ganz, ganz viele, oder wie oft ich auch höre, ich ziehe weg. Also ich habe, es gab eine Doku von einer Kollegin Güsselen Ölçüm, Deutschland, den Deutschen, auf Y-Kollektiv, da wo sie Michel Friedmann interviewt. Und da habe ich ihn zum ersten Mal auch darüber sprechen hören, dass er die Koffer packen könnte. Und das war für mich auch so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, okay, wenn jetzt so prominente Persönlichkeiten darüber nachdenken, die Koffer zu packen, also das, was man so aus dem Umfeld hört, wenn es so weitergeht, packen wir die Koffer. Und wo ist der Punkt, an dem man überlegt, die Koffer zu packen, also wo man wirklich überlegt, die Koffer zu packen und nicht nur darüber theoretisch nachdenkt, weil man nicht weiß, wo man hingehen soll, weil das ist ja unser Land oder meine Stadt, mein Kiez. Also dieses Unsicherheitsgefühl, das finde ich total gut, dass Sie das nochmal, also dieser, weil es sich im Alltag trägt, ne? Also es trägt einen durch den Alltag, weil das, was ihr passiert ist, könnte meiner Tochter passieren. Passe ich auf, wenn ich mit ihr Türkisch am Telefon spreche und sie ist in der U-Bahn oder so. Ne? Also, dass es einen plötzlich ganz, ganz viele Fragen aufmachen lässt. Sie haben Instagram erwähnt, Frau Dischereit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt mittlerweile einen Account haben. Ich habe schnell geguckt, ich habe keinen gefunden. Aber was ich interessant fand, wenn ich das mit Ihnen teilen darf, deshalb war ich so unhöflich und war am Telefon zwischendurch. Auch ein Kollege von mir, Mohammed Amjahid, der hat nach diesem Vorfall 8 Gedanken zur Zivilcourage auf Instagram geteilt. Manchmal lohnt es sich dann doch wahrscheinlich, doch auf Instagram zu sein. Und zwar sich nicht selbst gefährden. Erstens, Betroffene in den Mittelpunkt stellen, also nicht die Täter ansprechen, sondern die Person aufmerksam zuhören. The Police, das war so ein Punkt, den hat er länger ausgeführt. Da können wir gleich nochmal im zweiten Teil unseres Panels drauf kommen. Andere Zeuginnen involvieren, das hat sie ja versucht, das ging nicht. In Sicherheit bringen, mit dem Handy dokumentieren, das hat sie auch gemacht. Und Kontakte austauschen, also anschließend nach der Tat. Das finde ich ganz gut, ne? Also wenn Leute quasi auf Instagram unterwegs sind und solche Tipps teilen. Und bei der Police meinte er genau das, was Sie angesprochen haben. Viele von Rassismus betroffene Menschen haben berechtigterweise Angst, weil sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei haben. Überlegt euch also gut, ob ihr sie holt. Und das ist nochmal so ein Punkt, also auch da gibt es ja kein Sicherheitsgefühl, ne? Also diese gefühlte Sicherheit, was Sie meinten, Herr Kramer, das trägt sich ja weiter. Ab wann lasse ich jemanden die Polizei holen? Und Mohammeds Tipp ist, fragt den Betroffenen, die Betroffene, ob sie die Polizei dort haben möchte. Auch interessant. Also, dass man erst das Einverständnis holt, was man eigentlich sofort machen müsste in allen Fällen, wo man überhaupt nicht nachdenkt, natürlich holt mal die Polizei oder den Krankenwagen. Was ich gern noch mit Ihnen besprechen wollen würde, ist, Sie haben es schon gesagt, Herr Kramer, es ist kalt geworden in Deutschland. Wie kann man dieses Unsicherheitsgefühl in ein Gefühl der Sicherheit kanalisieren? Also es ist wirklich
nur dieses Gefühl. Wie kann man es verändern? Bitte. Ich denke zunächst einmal, es sind zwei Schritte, oder mehrere, aber zwei ganz wesentliche. Und es fängt zunächst mal mit dem Gefühl an, das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das Gefühl, Zuspruch von anderen zu haben. Ich habe das selber oft genug erlebt, wenn ich antisemitisch, Sie haben eben die AfD erwähnt, ich bin einer der beliebtesten Feinde von unserem Herrn Höcke in Thüringen. Ich sage ganz offen, dann habe ich nicht so fürchterlich viel verkehrt gemacht. Aber was ist alles andere als vergnüglich, wenn Sie zum Beispiel zu Weihnachten in seinen Facebook-Beiträgen mit der klassischen Weltverschwörung des Judentums, jetzt auch noch im Nachrichtendienst überzogen werden, Teil des tiefen Staates zu sein. Jetzt sage ich ganz offen, ich habe schon viel erlebt, auch früher als Generalsekretär im Zentralrat. Und ich sage mal Augen auf bei der Berufswahl. Ich hätte auch was anderes machen können, aber ich habe mich dafür entschieden und gehöre jetzt auch nicht zu denen, die sozusagen mit ihrer Meinung hinter dem Berg halten. Manchmal muss ich auch meine Worte schlucken, weil ich vielleicht daneben gelegen habe, aber auch das habe ich bisher, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Was ich sagen will, ist, es gab keine Solidarität. Es gab nicht irgendwie den Aufruf des Antisemitismusbeauftragten, der sagte, Mensch, guck mal, hier ist aber ein Beamter in unserem Staat, der zufällig auch noch Jude ist, so angegangen worden. Es gab auch nicht irgendwie die Solidaritätsbekundung. Wie kann es sein, dass ein Herr Höcke solche Dinge absetzt? Und das war ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe es überlebt, das ist nicht der Punkt. Aber am Ende habe ich mich gefragt, was machen eigentlich all die anderen, die sich tagtäglich, Männer, Frauen in unserer Gesellschaft, die sich engagieren, die Haltung zeigen in ihrem persönlichen Umfeld, die bedroht werden. Das gipfelt dann am Ende in den Schäferhunden, die vor der Haustüre patrouillieren, wo einem dann erklärt wird, wir wissen, wo deine Kinder in den Kindergarten oder zur Schule gehen. Wo ist da die Solidarität? Werden die angerufen? Und ich habe dann interessanterweise auf einer Veranstaltung in Thüringen, ein Landrat hat das organisiert, mit Sozialarbeitern, mit sportlich im Verein engagierten, lange Rede, kurzer Sinn, alle haben eigentlich sehr vorsichtig immer wieder geäußert, ja, es fehlt eigentlich die Solidarität. Da ist nicht wirklich jemand, der sich dann meldet, außer das persönliche Umfeld, die Familie, Freunde. Aber darüber hinaus, dass wir einfach die Reihen schließen und klar machen in einer Gesellschaft, egal ob ich jetzt politisch oder religiös oder sonst wie mit der Person verbunden bin. Nein, es ist ein Gebot der Solidarität, zu zeigen, wir schließen die Reihen und wir lassen uns das nicht bieten, dass die uns so angreifen. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, da müssen wir noch einiges tun, da müssen wir noch einiges auch in Gang setzen, dass auch über politische Grenzen hinweg es selbstverständlich ist, dass wir zusammenstehen und sagen, nein, sowas lassen wir uns nicht gefallen. Der zweite Punkt ist, und den haben Sie leider angesprochen, und ich muss Ihnen offen gestehen, ich kann da leider im Moment wenig zu entgegnen. Ja, das Gefühl, rufe ich die Polizei, das sind in der ersten Regel diejenigen, die man ja oder an die man denken würde, die einem helfen, die einen beschützen sollen. Ich habe selber so eine Erfahrung 2012 gemacht, als ich bin ja nun weiß, also insofern gehöre ich nicht zu der offensichtlichen Gruppe. Und Sie haben das natürlich völlig richtig skizziert mit äußeren Merkmalen. Aber mein Fehler war damals, ich hatte ein jüdisches Gebetbuch unterm Arm und habe auch noch einen langen Bart gehabt. Wobei nachher im Nachhinein nicht so ganz klar war, ob ich nun als Moslem oder als Jude angegriffen wurde. Ich glaube, derjenige, der uns da attackiert hat, mich und meine Töchter, der hat das gar nicht auseinanderhalten können. Für den war es völlig Wurst. Es sah irgendwie ausländisch, wie auch immer, aus. Was ich damit sagen will, ist, man kann ganz zufällig in so eine Situation kommen, aber am Ende war es dann so, dass die Polizisten gegen mich ermittelt haben, weil ich nun den provoziert hätte, weil ich ihn angegangen bin. Ich gebe zu, damals aus Schutzgründen habe ich eine Waffe getragen, die ich nicht gezogen habe, aber in der Not habe ich gesagt, also was machst du jetzt? Natürlich war das für mich keine Alternative, aber sie wollen ihre Kinder schützen, sie wollen sich selber schützen. Ich habe auch Angst gehabt, natürlich. Aber der Punkt war der, ich musste mich dann gegenüber der Polizei erklären, bevor die auf die Idee gekommen sind, dass ich eigentlich das Opfer gewesen bin. Also insofern, ich will nur deutlich machen, also vieles, was hier eben gesagt worden ist, kann ich zumindest in Teilen gut nachempfinden. Und das macht mir ganz große Sorge, weil wir haben es in der Tat nicht mit allen, aber mit zu vielen auch in den Sicherheitsbehörden zu tun, denen es an der Empathie, am Verständnis, und ich will gar nicht noch weitergehen, vielleicht sogar teilweise die ihre eigenen Vorurteile, ihre Ressentiments nicht nur mit sich rumtragen, sondern sie leider auch nicht zurückhalten können. Und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr ran. Wir müssen mit Bildung, mit Ausbildung, mit Fortbildung, nötigenfalls auch Entfernung aus dem Dienst, wenn es gar nicht zu reparieren ist, und auch vor allem Augen auf dabei, wen stellen wir eigentlich ein in diesen Bereichen? Wer ist überhaupt qualifiziert dafür?
Also hier ist eine ganze lange Kette von Dingen, die gerade in dem Bereich noch zu tun ist. Und das sind sicherlich nur die ersten Schritte. Da würde ich gerne anknüpfen. Ja, klatschen Sie gern, natürlich. Wie kann man das denn machen? Also wie stelle ich zum Beispiel, wenn ich neue PolizistInnen einstelle, frage ich die dann, sind sie eigentlich rechtsextrem oder was mache ich da? Also wie stelle ich das fest, Frau Bettnert? Ja, also ich habe mir das tatsächlich im Vorfeld mal näher angeschaut. Also die aktuellen Zahlen sind so, es gibt in 6 Bundesländern eine sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz bei Polizeianwärtern. Das heißt, da wird automatisch geprüft, liegt beim Verfassungsschutz was vor? 6. 6. Also das heißt, 10 machen es nicht. Und das... Welche machen das? Haben Sie das im Kopf? Ich habe es extra noch. Ah, Sie haben es aufgeschrieben, super. Also, es machen Bayern, Bremen, Hamburg, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland. Bei Verdacht fragen nach Brandenburg, Hessen, Sachsen, Anhalt und Schleswig-Holstein. Bundespolizei, da wird es generell gemacht. So, und da fragt man sich natürlich schon, warum wird das nicht gemacht? Und dann der andere Punkt ist, auch nur 2 Bundesländer, glaube ich, waren es, die sich mal die Social-Media-Accounts anschauen. Das ist auch rechtlich ein bisschen umstritten, weil sozusagen im normalen Arbeitsrecht ist es sehr begrenzt, was man praktisch als Arbeiter, als Arbeitgeber sich anschauen darf. Also auch ein bisschen unklar, aber das könnte man natürlich auch alles irgendwie gesetzgeberisch regeln. Und dann jetzt aktuelles Beispiel. Was ist mit Leuten, bei denen dann irgendwann festgestellt wurde, jetzt sozusagen auch über jetzt den Polizeidienst hinaus, Stichwort Jens Meyer, Richter. Den rechtsextremen AfD-Bundestagsabgeordneten. Genau, also erwiesenermaßen seit Herbst 2020 vom sächsischen Verfassungsschutz in Personam als Rechtsextremist eingestuft. Jetzt die große Frage, kann der zurückkehren in seinen Dienst? Das können wir vielleicht noch weiter vertiefen. Aber ich glaube, dass da dringend nachgebessert werden muss, denn es ist ja so, also Sicherheit vermittelt sich ja auch, um das anzuknüpfen, was Sie sagten. Ich glaube, es besteht nach dem NSU, gibt es schon auch Skepsis ausgeprägt gegenüber dem Verfassungsschutz. Nicht zuletzt auch, jetzt nicht NSU-bezogen, aber Herr Maaßen hat nun auch nicht gerade ein gutes Licht unbedingt jetzt auf den Verfassungsschutz geworfen, nur es vorsichtig zu sagen. Da wird jetzt gegengesteuert. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Verfassungsschutz Flagge zeigt und wirklich jetzt ja auch, Sie in Thüringen haben den Landesverband der AfD als rechtsextremistisch eingestuft. Andere Landesverbände sind Verdachtsfälle. Jetzt im März entscheidet das Verwaltungsgericht Köln, ob die Gesamtpartei als Verdachtsfall eingestuft werden darf. Und dann hat ja auch haben die Verfassungsschutzämter damit begonnen, sich diese Vorfeldorganisationen, Strömungen innerhalb der neuen Rechten anzuschauen. Also zum Beispiel das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek ist jetzt auch als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Ich könnte jetzt die Liste ist lang noch andere Sachen aufzählen. Also das, ich glaube, das ist schon wichtig, weil das auch der Öffentlichkeit vermittelt. Man schaut wirklich genau hin. So, das ist die Ebene Verfassungsschutz. Dann, wenn wir bei den Sicherheitsbehörden sind, Polizei. Die Skandale haben sich gehäuft. Die rechtsextreme Chatgruppe im Polizeirevier Mülheim, SEK Frankfurt, wurde in Gänze aufgelöst. Ich halte es falsch, jetzt die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Aber ich frage mich trotzdem, warum schaut man nicht genauer hin und worauf ich hinaus will? Also man kann ja eigentlich Angst in der Bevölkerung immer entkräften, wenn man genau hinschaut und Sachen durchleuchtet. Und 2020 war ja diese Diskussion, da hat damals Horst Seehofer, Innenminister, gesagt, ja, es gibt diese erschreckenden Fälle. Und dann war die Diskussion, soll es eine Art, ich glaube, Rassismusstudie innerhalb, dass man mal genau hinguckt, was ist in der Polizei los? Und er hat es dann abgebügelt mit dem Hinweis, es seien Einzelfälle und man dürfe keinen Generalverdacht aussprechen. So, da wäre meine Haltung aber eher, naja, wenn es wirklich nicht so viele sind, dann kann man es sich ja auch genau anschauen und im Zweifel schafft man dadurch Vertrauen und kann dann aber auch doch noch mal gezielter hingucken, wo gibt es diese problematischen Entwicklungen. Das wiederum hat er jetzt die neue Innenministerin aufgegriffen und nach meinem letzten Stand soll das jetzt gemacht werden. Also kurz, ich würde mal sagen, man auch Vertrauen aktiv auch schaffen und da müssen die Sicherheitsbehörden mehr machen.
Kleiner Zwischenruf nur. Wir sind uns absolut einig. Nur erstens, wir waren Thüringen nicht auf der Liste, die Sie eben vorgelesen haben. Das will ich hier nochmal unterstreichen. Mein Minister Georg Mayer trägt sich schon seit längerem mit dem Gedanken. Aber ich will an der Stelle auch nochmal deutlich machen, das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sozusagen per Ordre de Mufti sagen, ich führe das jetzt ein. Mhm. Weil Sie müssen sich natürlich, und das ist jetzt nicht der Anfluch von einer Bankrotterklärung vor den eigenen Leuten, aber Sie müssen sich auch überlegen, was bewirkt das in der Polizei? Nehmen Sie die Leute mit? Führt es unter Umständen dazu, dass sich noch mehr in die Ecke gedrängt fühlen, generalisiert, verurteilt fühlen? Nochmal, Sie haben das alles richtig dargestellt und ich glaube, niemand spricht hier einen Generalverdacht aus. Aber Fakt ist, wir haben diese Fälle, wir haben sie gesehen, es sind keine Einzelfälle. Es wird nicht besser damit, dass man das versucht, unter den Teppich zu kehren, zu behaupten, es gäbe keine Dülle in dem Teppich und alle stolpern aber drüber und vor allem, es setzt sich ja immer weiter fort. Letzte Bemerkung, diese Generalanfrage beim Verfassungsschutz, Regelanfrage, es hat ja lange gedauert, bis wir sie auch im Waffenrecht, Sie haben das eben angesprochen, da kommen wir sicherlich nochmal zu, auch eingeführt hat. Das sind eigentlich alles Dinge, wo ich sage, dass da keiner vorher auf die Idee gekommen ist, das ist schon langsam bösartig. Aber ich will noch einen draufsetzen. Selbst wenn Sie diese Regelanfrage haben, und ich sage mal, auch die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes sind endlich und in manchen Bereichen eher, naja, kritisch formuliert, naja, nachbesserungsbedürftig. Wo ist der gesunde Menschenverstand derjenigen, Männer und Frauen, die dieses Personal auswählen, die Bewerbungsgespräche führen? Da geht es nicht nur darum abzufragen, haben Sie die Schule besucht, können Sie rechnen, lesen und schreiben, sondern ich muss mir doch einen Eindruck verschaffen über die Person, die ich dort habe und in Zukunft einstellen will. Und ich sage mal, da sind wir dann wieder bei der Frage, was für Führungspersonal habe ich da eigentlich? Mit welchem Anspruch gehen die an ihren Job ran? Ich will hier die These vertreten, dass die Vielzahl der Polizistinnen und Polizisten ein ernsthaftes, kein Problem mit dieser Verfassung haben, sondern im Gegenteil, sie verteidigen wollen, Sicherheit herstellen wollen. Aber es gibt eben auch zu viele, gerade Führungspersonen, die eben nicht nur eine andere Fehlerkultur leben, sondern die es eben immer noch nicht verstanden haben, worüber wir hier heute Abend auch reden und was nach NSU, Halle, Hanau, Amri und die Liste, Esther Dischereiter hat eben ja nun und auch die anderen haben ja nun Vorfälle genannt. Das Schlimme ist halt eben, es kommt immer wieder was Neues dazu, dann kommt immer wieder, ja, wir haben gelernt, aber am Ende stellt man dann doch fest, naja, wir sind zwar ein Stück vorwärts gekommen, aber nicht so fürchterlich weit. Und das muss man leider selbstkritisch auch an der Stelle sagen. Ja, gerne. Ich würde auch gerne an der Stelle ergänzen, ich weiß gar nicht, ob wir so sehr nur auf die Bewerbungen schauen wollen. Klar, das ist wichtig, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Prozess, Teil der Sicherheitsbehörden zu sein, dieser Chorgeist, schon auch was mit einem macht. Also ich glaube schon, das sind auch Prozesse, die vielleicht passieren, die man sich anschauen muss. Und auch zu sehen, was brauche ich eigentlich an Fortbildung, an Maßnahmen, an Begleitung, um einfach ein Bewusstsein für gewisse Themen auch zu schaffen. Polizisten haben ja naturbedingt vielleicht auch nur begrenzten Blick auf die Welt. Wenn ich immer nur im Bahnhofsviertel in Offenbach eingesetzt bin, habe ich eben einen Blick auf die Welt, die sagt, die Welt sieht so aus. Mhm. Und ist aber nicht so. Und das mag auch prägen und ich glaube auch wirklich, dass dieser Chorgeist auch sehr stark prägt und da müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch rangehen und eine Kultur haben, wo wir auch das Offenlegen von Missständen auch honorieren und nicht ahnden. Wie es jetzt im Moment eher ist, meines Erachtens. Ja, dafür müsste es wahrscheinlich auch auf der gesellschaftlichen Ebene so eine Präferenz für die Fehlerkultur geben. Ne? Also es gibt ja in ganz, ganz vielen, also wenn ich in die Schulen schaue, in der Bildung oder auch im Arbeitsleben, dass Fehler nicht so gerne angesprochen werden, man kehrt sie unter den Teppich oder die werden schlecht benotet und so weiter, anstatt dass man daraus lernt. Das ist nämlich so die Idee dahinter. Ne? Eine gesellschaftliche Kultur, aber auch strukturell und systematisch unabhängige Beschwerdestellen, jemand, an den ich mich wenden muss, dessen Abhängigkeit ich vielleicht auch nicht stehe. Mhm. Das ist schon auch wichtig, glaube ich, an der Stelle. Klar.
Wir haben Bewerbung, Ausbildung, Korpsgeist innerhalb der Polizei angesprochen. Sie wollten noch was ansprechen? Ich wollte nur ganz kurz das noch mit Zahlen unterfüttern, was Sie sagen, weil ich froh bin, dass Sie das ansprechen. Und zwar, das ist nämlich der Punkt, Leute können sich ja auch im Dienst radikalisieren. Mhm. Und da war ich auch erschüttert, denn das einzige Bundesland, das überhaupt dann mal überprüft, was tut sich, ist Hamburg. Also in Hamburg werden die Polizisten alle 10 Jahre, wird es überprüft durch wieder dann Anfragen beim Verfassungsschutz. Und dann, was Sie ja auch sagen, die Ausbildung, also wie sensibilisiert man Polizisten auch durch Fortbildung für dieses Thema, ist NRW leider das einzige Bundesland, das verpflichtende Fortbildung im Moment hat zu Rassismus. Hessen entwickelt ein Modul im Rahmen der Polizeiausbildung oder hat das Modul schon, aber verpflichtend steht hier nur NRW. Die Zahlen sind übrigens, kann ich sehr empfehlen, finden Sie im Internet, Mediendienst, Integration, die haben ein ziemlich aktuelles Paper, da sind diese Zahlen alle drin. Mhm. Ein Satz schnell zum Chorgeist. Der Chorgeist, ich denke, da muss man differenzieren. Der kann natürlich fatale Folgen haben, wenn er dazu führt, dass eben nicht kritisch mit Fehlern umgegangen wird, dass eben die Dinge nicht aufgelegt, aufgedeckt und aufgearbeitet werden, um sie zu verhindern, sondern wenn zugedeckt wird, verschleiert wird, verschleppt wird. Aber versetzen Sie sich für eine Minute mal in die Situation der Polizistinnen und Polizisten, die in lebensgefährlichen Situationen sind. Klar, sie haben sich den Job ausgesucht, also Augen auf bei der Berufswahl. Aber es führt natürlich dazu, dass ich mich auf meine Kolleginnen und Kollegen absolut blind verlassen lassen muss. Also es geht gar nicht ohne ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wiederum aber nicht heißt, und das würde ich fast in Anspruch nehmen für die Mehrzahl der Polizistinnen und Polizisten, dass das auch dann eben die Begründung dafür ist, warum man eben solche Missstände nicht anspricht. Aber auch hier spielt wieder eine große Rolle, wie leben das die Führungskräfte vor, wenn die jungen Polizeibeamtinnen und Beamten in den Dienst kommen, wenn sie erleben, wie man mit Dingen umgeht. Und dann letzte Bemerkung noch, Sie haben es gerade noch mal angesprochen, Frau Bettnerz, was mir ganz besonders wichtig ist, ist, wenn wir nicht investieren in unsere Polizistinnen und Polizisten, damit rede ich gar nicht nur vom Geld und von der Ausstattung und ob die Helme schick sind, sondern in das psychische Leben, in die Wertschätzung, in die Anerkennung auch für den Job, in die Fortbildung, in die Ausbildung, mehr als das im Moment gilt auch nicht für alle Länderpolizeien, auch nicht für die Bundespolizei, aber zumindest in großen Teilen, dann darf ich mich am Ende nicht wundern, wenn ich eben mit bestimmten Problemen konfrontiert werde, die man relativ leicht, ich sage auch nicht alles einfach, abstellen könnte. Danke nochmal für den Einwand. Danke auch Frau Bettnerz nochmal für die Erwähnung von Mediendienst Integration. Das ist ja eine sehr tolle Seite mit sehr vielen guten Zahlen zur Migration und eben auch zu neuesten Zahlen eben zu Radikalisierung bei PolizistInnen, die es leider Gottes eben gibt. Frau Tischereit, bitte. Ja, ich wollte doch nochmal diesen Punkt ansprechen. Über die Ausbildung wird ja schon ziemlich lange geredet und da werden auch verschiedene Anstrengungen unternommen. Das ist mir so ein bisschen, ja, also das soll man machen und die Menschen sollen sich läutern und die sollen weniger rassistisch sein. Also ehrlich gesagt, es werden Leute rassistisch sein, bleiben und auch bleiben wollen. Persönlich auch antisemitisch. Persönlich ist mir das eigentlich egal. Das können sie auch machen. Ich will die auch gar nicht bekehren. Aber ich möchte doch darauf bestehen, dass also ich, wir, die jeweils anderen unversehrt in diesem Land leben können. Das reicht mir schon. Da können Sie Ihre Anschauung behalten. Ich will unversehrt hier leben können. Und wenn das mit diesen herrlichen Worten nicht geht, also ehrlich gesagt kommt man da ja häufig an seine Grenzen, dann muss es eben auch unter Strafe gestellt werden. Ja? Rassismus im System muss unter Strafe gestellt werden und er muss dann auch von der Justiz verfolgt werden. Und da ist ein ziemlich wichtiger Punkt zu lösen, da geschieht einfach fast nichts. Ja, da geschieht fast nichts. Ich habe ja auch erwähnt, also dass überhaupt ein KZ-Wachmann noch vor Gericht kommt. Er hat Jahrzehnte offensichtlich der Unschuldsvermutung hinter sich. Eine Wandergruppe in Sachsen wird überfallen und das ist ausermittelt, ja, und die Justiz tut einfach nichts. Also das muss systemisch wirklich gestoppt werden, dass da
also nach Dünken in die Luft verschleppt oder sonst wie wird. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Justizapparat, naja, der ist natürlich auch absolut weiß, ja, und hat sozusagen seine deutliche Ferne, der gesamte öffentliche Dienst hat seine deutliche Ferne Angehörige eben der Diversen überhaupt in seine Reihen aufzunehmen. Und da muss man sich schon dramatisch mit befassen. Und ich beobachte zum Beispiel, dass die Theater jetzt, die haben ja alle Diversitätsbeauftragte. Irgendwie klingt das wahnsinnig, ja. Aber ich brauche das in der Justiz, ich brauche das in der Polizei, ich brauche das überall, dass in bestimmten Bereichen gewährleistet wird, dass überhaupt der Zugang, der Zutritt, ja, der betroffenen Gruppen ermöglicht wird. Im Grunde sind wir ja schon bei Dreifußgedanken. Ja? Kann man denn in der Bundeswehr was werden, wenn man irgendwie schwarz ist und so weiter? Und dann wird eben eine Person, die das mal irgendwo geschafft hat, ganz wahnsinnig gewürdigt. Also diese Regelverletzung, die muss ja als solche erstmal gebrandmarkt werden. Ja, das ist nichts, was man machen darf, dass ich jetzt weniger rassistisch bin, sondern meinetwegen bleibe ich ja rassistisch, aber ich darf es ja leider nicht sein, ich darf es nicht praktizieren, bitteschön. Ja, ich muss auch nicht im Kochtopf meiner türkischen Nachbarin immer stehen und sagen, wir müssen uns verstehen, vielleicht verstehen wir uns ja nicht. Na und? Aber sie muss dort da leben dürfen, ich muss da leben dürfen und dann ist gut. Und wenn ich das verletze, dann muss es unter Strafe gestellt werden. Ja, das geht nicht. Und diese Art, in der wir immer wieder sozusagen an die Läuterung der Köpfe appellieren, geht mir so ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Ja? Es geht um Rechte, es geht um Rechtspositionen, die wir behaupten müssen und die wir ausfüllen wollen und wo wir klagen und anklagen wollen, wenn sie eben nicht eingelöst werden. Ich habe Sie gesehen, Herr Kramer. Darf ich nur ganz kurz, sind Sie dann glücklich mit der Ankündigung, Frau Ditscher-Reiter, das geht jetzt direkt an Sie, sind Sie dann glücklich mit der Ankündigung von der Bundesinnenministerin, dass es jetzt einen Aktionsplan geben soll gegen Rechtsextremismus, der soll bis Ostern erarbeitet werden. Wir werden alles daran setzen, Radikalisierung zu stoppen, würde ich Sie gern zitieren, rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen und Extremisten konsequent die Waffen zu entziehen. Es soll auch mit einem Demokratiefördergesetz an Bildungsarbeit und Prävention gegen Rechtsextremismus gearbeitet werden. Sind Sie damit glücklich, was die Bundesinnenministerin macht? Also ist das ein richtiger Schritt? Also genau das eigentlich, was Sie fordern? Fragen Sie jetzt mich? Ja. Oh ja, also was heißt glücklich? Das ist ja doch überfällig. Diese Dinge sind doch überfällig. Mhm. Und das muss ja ganz schnell auch wirklich einfach mal in eine Praxis kommen. Ja, auch in eine Behördenpraxis wird eine Waffenerlaubnis erteilt, da muss eben vorher geguckt werden und nach den und den Jahren, Monaten muss sie nachgeprüft werden und so weiter. Also da müssen ja Regelwerke entwickelt werden, wie man das dann überhaupt garantiert und es nicht nur einfach Papier bleibt. Und das ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden, um dem zu einer Realität zu verhelfen, müssen die BürgerInnen, die eben sich da nicht vertreten fühlen und nicht vertreten sind, eben auch niedrigschwellig diese Meldestellen haben können. Und die müssen offensichtlich unabhängig von der Polizei sein, eben weil sie dann häufig ja erlebt haben, das haben wir jetzt besprochen, dass sozusagen eine zweite Viktimisierung stattfindet. Das kann man ja überhaupt niemandem zumuten. Für die Polizei, Whistleblower-Schutzgesetz, ja, es ist die Zeit gewesen, die Polizisten von Thüringen, Melzer und Herrn Mazzat, gewürdigt hat. Ja. Und natürlich nicht die Behörde, aber wieso natürlich nicht? Es ist doch eigentlich vom Gedanken her, wozu so eine Behörde eigentlich da ist, genau umgekehrt. Das hat es ja vollkommen pervertiert. Das System hat sich abgelöst. Es lebt für sich und seine Ziele. Und da muss sicher alles probiert werden, um das umzusteuern. Und während des NSU-Verfahren fiel immer mal wieder das Wort vom tiefen Staat. Ja, es wurde dann immer ganz fürchterlich erklärt, also das sei eine Bagatellisierung des wirklichen tiefen Staats.
Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Und nach den Ermittlungen, die eben Dirk Labs und andere dann auch später weiter machten über die Polizei in Hessen, über KSK, über die Sache in der Bundeswehr, ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Und es hat hohe Eile, was die Innenministerin da jetzt versucht. Meldestellen, diesen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, hilft das? Sind dann die Sicherheitsbehörden, sagen wir, ich weiß nicht, geben wir uns einen Zeitraum, 10 Jahre, 5 Jahre? Okay, sind wir optimistisch, 2 Jahre? Es muss schneller gehen, darüber noch brauchen schneller. Wir gar nicht zu streiten. Ja. Aber eine kurze Vorbemerkung noch. Esther Tischereiter hat ebenso darauf hingewiesen, sie hat die Nase voll von diesem Appellativen. Ich verstehe dich, mir geht es genauso. Also ich sage mal, meine Geduld ist am Ende, auch als Behördenchef. Als Bürger, als Betroffener, als derjenige, der das erlebt. Aber ich sage mal so, wir müssen trotzdem verschiedene Ansätze gleichzeitig fahren. Und ich denke, da gehört auch die Ausbildung dazu. Dazu gehört auch, wer als Rassist oder als Diskriminierer festgestellt wird, der hat in den Behörden nichts zu suchen. Der muss da raus, Ende, Schluss, Feierabend. Und wenn mir dann immer wieder von Personalabteilung erklärt wird, ja, aber das müssen wir und dann die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wie wir da hinkommen und wir können nötigenfalls Gesetze anpassen, um hier schneller zu Ergebnissen zu kommen. Das muss passieren. Jetzt zu Nancy Faeser und dem neuen Plan. Ich denke, die neue Bundesinnenministerin hat schon in den wenigen Tagen neue Akzente, eine neue Tonart angeschlagen, womit ich überhaupt nicht sagen will, und ich habe sicherlich meine Röschen auch mit Horst Seehofer zu fechten gehabt, dass er sozusagen jetzt nur auf der bösen Seite gestanden hat. Er hat auch Dinge in Bewegung gebracht, andere Dinge leider nicht in Bewegung gebracht, wo ich mir mehr gewünscht hätte. Es bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Nur, ich sage es mal ganz bösartig, vor ungefähr 2 Jahren, ich glaube, ich liege richtig, habe ich mit Fayad Delmagani und mit Matthias Quent zusammen in der Zeit einen 10-Punkte-Plan zusammengeschrieben. Da haben sich schon erstmal alle aufgeregt, die drei zusammen, wie konnte denn das überhaupt passieren? Sind das jetzt, paktieren die jetzt miteinander? Wir haben unterschiedliche Positionen, wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Wir kommen ein Aktionsplan mit 10 Stellpunkten, genau, was getan wo wir gesagt haben, Mensch, wir schmeißen jetzt mal zusammen, ohne dass das den Anspruch erhebt, nun der Weisheit letzter Schluss zu sein. Aber weil ich immer wieder höre, ja, macht uns doch mal einen Plan, ja, schreibt uns doch mal was auf und nun haben wir wieder was aufgeschrieben. Ich sage mal so, von mir aus schreiben wir auch noch oder andere noch 20 neue Pläne, nur wir müssen endlich in die Strümpfe kommen, das dann auch umzusetzen. Wir erfinden das Rad nicht neu. Ich glaube, wir alle wissen im Wesentlichen, was zu tun ist. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Jetzt geht es mal ans Machen. Und insofern erhoffe ich mir auch von der neuen Bundesinnenministerin, dass wir da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zug reinkriegen. Wobei ich mir allerdings auch erlaube zu sagen, Sie alle wissen ja, nicht wahr, neue Minister kommen und gehen, die Behörden bleiben. Das wird ein schwieriger Gang und ich wünsche ihr alle Kraft, die sie braucht und auch Geschick, um die Truppen mit auf diesen Weg zu nehmen. Weil gegen die Behörden wird es nicht funktionieren. Können Sie das einschätzen, Frau Theis-Versus? Also in welcher Form dieser Aktionsplan auch wirklich, also es ist ja wirklich schon in den ersten 100 Tagen solch einen Aktionsplan aufzustellen, ist schon ein großes Zeichen und ein großes Signal, ne? Also von der höchsten Person im Amt. Wie erfolgreich wird er sein? Also ich finde es erstmal wichtig und klasse, dass wir eine andere Tonlage jetzt haben. Also ich habe das vermisst all die Jahre und freue mich, dass wir sagen, die entscheidende Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Dass das überhaupt so festgestellt wird, war bislang keine Selbstverständlichkeit. Und dass wir sagen, wir müssen jetzt auch Maßnahmen dagegen entwickeln. Ich habe etwas einen anderen Ansatz. Ich sage nicht, Sicherheit genügt mir und ich bin glücklich, das reicht mir nicht. Das ist das Mindeste, finde ich, dass man gegen Rechtsextremismus vorgeht, dass man gegen Neonazis in Sicherheitsbehörden vorgeht. Das ist das Allermindeste. Ich glaube nicht, dass wir dann alle in Glück leben werden, weil meines Erachtens ist die Grundlage für all dem Rassismus. Rassismus in der Mitte der Gesellschaft. Und solange wir das nicht thematisieren und immer nur auf die anderen, die bösen Nazis zeigen und nicht sehen, dass Rassismus, Antisemitismus mitten in der Gesellschaft sonntags beim Kuchenessen, Kaffee trinken anwesend ist, dann werden wir das Thema Rechtsextremismus auch nicht beheben können.
Und das fehlt mir noch ein bisschen, dass wir diesen Ansatz auch verfolgen. Ich würde gern Sie, Frau Bettnerz, als Erste fragen, welche politischen Maßnahmen braucht es denn darüber hinaus? Also Aktionsplan, schön und gut. Wir haben eine Bundesinnenministerin, die selber bedroht gewesen ist mit NSU 2.0 Drohschreiben. Morgen beginnt der Prozess gegen einen der Täter. Ich sage bewusst einen der Täter, weil noch nicht ganz klar ist, was jetzt aus dieser Polizeidienststelle. Noch ist da nichts ausermittelt worden. Also gegen einen der Täter wird der Prozess gemacht, ein Berliner. Was muss darüber hinaus geschehen? Um das anders anzuknüpfen, was Sie gesagt haben, ich glaube schon, man muss an den rechtlichen Rahmenbedingungen justieren, aber das ist Teil des Aktionsplanes. Also sie hat ja gesagt, dass sie das an das Disziplinarrecht dran will. Und das Disziplinarrecht, das ist tatsächlich die Krux. Also man muss im Grunde jemandem ein Dienstvergehen nachweisen. Und da kommt im Grunde auch ins Spiel, was Sie sagen. Da muss man, das ist sozusagen, Juristen nennt das Regelbeispiele, dann kann man eben erklären, ein Dienstvergehen liegt insbesondere vor, wenn. Und dann könnte man zum Beispiel reinschreiben, wenn jemand sich rassistisch äußert, dann kann man sich überlegen, wie definiert man jetzt rassistisch. Aber dass man da besser rankommt, weil das ist genau das, das entspricht dem, was ich so recherchiert habe. Das ist dieses Dienstrecht ist bisher ein ziemlich stumpfes Schwert. Und ganz besonders da auch wieder Causa Jens Meyer, wenn sozusagen das, und da spielt Frau Faeser explizit darauf an, also sie sagt, das Dienstrecht muss auch für so Fälle verschärft werden oder greifen erstmal, wenn jemand wie Herr Meyer Bundestagsabgeordneter war, in dieser Zeit sein Richterverhältnis ruhte und deswegen völlig unklar ist, ob sozusagen das Mäßigungsverbot, alles was es so gibt für Beamte, aber eben auch Richter, ob das überhaupt greift. Und da ist sie ihm explizit, also für mich war das eine klare Anspielung, dass sie das so explizit gesagt hat, dass sie sagte eben auch für Beamte, deren Verhältnis ruht, muss das Disziplinarrecht greifen. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil das muss man ja für alle Sicherheitsbehörden dann irgendwie auch durchdeklinieren, auch eben für die Justiz. Ich würde allerdings, wenn ich das noch sagen darf, Ihnen auch in einem Punkt widersprechen. Man darf, glaube ich, oder man sollte nicht so pessimistisch sein, im Endeffekt zu denken, bestimmte Teile der Bevölkerung sind ohnehin schon irgendwie verloren. Also ich habe das zu sehr, so bin ich überhaupt zu diesem ganzen Thema neue Rechte gekommen, weil ich leider in meinem persönlichen Umfeld, das sehr konservativ damals war, vor ungefähr 10 Jahren, gemerkt habe, dass Leute anfingen, komisch zu reden, damals schon Mainstream-Medien, Blockparteien sich hin zur AfD orientierten. Und ich habe das, also das prominenteste Beispiel kennen Sie vielleicht, Matthias Matusek, das war mal ein guter Freund von mir, Feuilletonist, früher beim Spiegel, der sich, das kann man leider nicht anders sagen, turbo-radikalisiert hat und große Sympathien inzwischen für die identitäre Bewegung zeigt. Ich habe aber auch AfD-Aussteiger begleitet und ich habe auch Leute zeitweise verloren, die sich radikalisiert haben, die aber dann sich auch wieder deradikalisiert haben. Und ich habe eigentlich immer versucht, den Kontakt zu halten, soweit das ging. Und in manchen Fällen tatsächlich mit dem Ergebnis, dass die auch wieder, dass man so Prozesse angestoßen hat. Und wenn man sich mal die Zahlen im Osten anguckt, also wenn da jetzt 25% AfD wählen, wo will man die alle ausgrenzen? Also ich glaube schon, man muss versuchen, das ist extrem mühsam, auch all dieses mit so Leuten im Diskurs, das ist wirklich anstrengend. Aber ich erlebe das auch in meinen Vorträgen, also dass mir oft dann auch Zuhörer sagen, sie haben das in ihrer Familie, sie haben das im Freundeskreis, durch Corona jetzt auch. Also und das hat oft so ein bisschen auch, das ist fast wie so eine Gehirnwäsche, die mit den Leuten passiert. Und da muss man ran. Also ich glaube, man kann nicht einfach nur zugucken und das geschehen lassen. Ich kann das verstehen, wenn einem das aus einer persönlichen Betroffenheit auch zu viel wird. Aber ich würde trotzdem immer dazu raten, auch versuchen, Leute wieder zurückzuholen, so schwierig das auch sein mag. Das ist gut, dass Sie das angesprochen haben mit dem Zurückholen, dass Sie auch Corona angesprochen haben, weil ich meine, das, was uns beschäftigt, ist ja, dass es bei diesen ganzen Corona-Demonstrationen eben auch ein beträchtlicher Teil von RechtsextremistInnen mitläuft und der eben auch von, ich kann es gar nicht anders sagen, also von Verfassungsfeinden und auch Staatsfeinden dominiert ist, die eben rechtsextrem denken und dass Menschen da mitlaufen, weil sie denken, sie müssen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren und das auch gutheißen, dass sie mit rechtsextremen Menschen laufen. Das ist ja nochmal eine neue Gefahr und ich würde gerne noch Klammer auf sagen, es ist
Wahnsinn gewesen, als Hanau passiert ist. Ich habe das eben noch mal mit McConnell besprochen. Die erste Demo wurde ja verboten damals aus Corona-Gründen und man konnte nicht trauern. Und diese ganze Hanau-Trauer ist verbunden mit dieser Pandemie. Man kann sich nicht berühren, man kann sich nicht umarmen, man kann Menschen nicht in der Trauer beistehen, man kann nicht... ich weiß nicht, also man muss alles über die Worte regeln und am besten noch mit einer FFP2-Maske. Und dann ärgert es mich maßlos, dass Menschen eben die, gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, was sie natürlich sollten und dürfen, aber ja, dass sich das so perpetuiert hat quasi und dass es so okay ist, mit denen mitzulaufen. Also mich ärgert mehr so dieses, ne, also dass man, was man so hört, Mensch, da waren ja auch normale Leute dabei, du, da waren ja auch, also ne, also mein Biohändler oder keine Ahnung, eine Kindergartenfreundin ist mitgelaufen und ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht, ich verstehe es einfach nicht. Aber dass es so dominiert wird von Rechtsextremisten, war das eigentlich klar von Anfang an? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt schon mal jemanden haben vom Verfassungsschutz hier auf der Bühne, haben Sie das gesehen? Haben Sie das auch unter Ihren KollegInnen schon sehen können, betrachten können, was da los ist? Also ich habe natürlich eine besonders hübsche Glaskugel, die ich auch immer schön putze, um reinzugucken. Nein, Spaß beiseite. Und das ist ja nun ein sehr ernsthaftes Thema. Wir haben uns sehr schwer am Anfang damit getan, hier schon gleich eine Klassifizierung, überhaupt eine Zuständigkeit des Verfassungsschutzes zu sehen, weil man kam nicht umhin zu sehen, dass ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die ihre Existenz verloren haben, die keine Lust auf Maske haben, die das Ganze nicht verstehen, die Impfgegner sind, die grundsätzlich ein Problem damit haben, wenn der Staat ihnen erklärt, was sie zu tun oder zu lassen haben, auf die Straße gehen. All das ist nicht schön oder für mich zumindest in manchen Bereichen nicht nachvollziehbar, aber keine Aufgabe für den Verfassungsschutz. Und wir tun, oder das ist zumindest meine Philosophie, die ich in meiner Behörde und ich weiß auch einige andere Kolleginnen und Kollegen tun das ähnlich. Wir sagen ganz klar, wir bleiben bei dem, was unsere Aufgabe ist und werden jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Meinungspolizei zu spielen, auch wenn das unangenehm ist. Es gehört zur Demokratie dazu, dass das Volk sich Luft macht und auch sozusagen die Volksvertreter dann entsprechend auch in der Diskussion einstellt. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, und ich habe das ja dann auch wieder, ich bin leider in mancher Beziehung vielleicht so ein kleiner Vorreiter in meinem Thüringen, aber wir sind ja nun auch besonders gebeutelt, nicht nur mit Personal, sondern auch mit entsprechenden Entwicklungen. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass die neue Rechte und auch die Neonazis und Rechtsextremisten ganz gezielt diese Stimmung benutzen, um eben sich nicht nur in den Vordergrund zu stellen, sondern in der Mitte der Gesellschaft neues Personal, neue Zustimmung, Mitwirkende zu generieren, auch nicht zum ersten Mal. Wir haben es mit dem Euro erlebt, wir haben es danach mit der Migrations- und Flüchtlingsdebatte erlebt. Wir haben es jetzt mit Corona, mit der Impfung und ich will so ein bisschen eine kleine Wette abschließen, die habe ich auch am Laufen, ich hoffe, ich habe Unrecht. Als nächstes kommt die Klimadiktatur, die hier schon in Vorbereitung jetzt ist, wenn man sich auch anschaut, wie ganz gezielt Umweltschutzthemen als Heimatschutzthemen generiert werden, sozusagen, also jetzt nicht mehr die grün-rote Klimagruppierung und Partei, sondern die braune, die sich versucht breit zu machen. Also das alles hat einen gewissen Plan, ein Regiebuch. Im Übrigen hat Herr Kubitschek ja nun selber, das ist auch publiziert worden, 2014 schon darauf aufmerksam gemacht, man will sich diese Türöffner-Themen suchen, um den Fuß in die Tür zu kriegen, anschließend dann die Ideologie nachzuliefern. Und wir erleben es leider, und da sind wir dann genau bei dem Punkt, da bin ich einerseits auch bei Frau Bettners, ich sage, wir sollten die Leute nicht aufgeben, aber wir sollten auf der anderen Seite auch ganz klare Grenzen setzen, wo nicht mehr weiter diskutiert wird. Es gibt bestimmte Bereiche, da diskutiere ich dann auch nicht mehr. Ich gebe zu, das ist ein sehr weiter Bereich und ich habe jeden Tag E-Mails, besonders nach solchen Veranstaltungen wie hier, aber auch Fernsehauftritten, wo ich dann auch antworte, da rechnen die meistens überhaupt nicht mit, dass sie eine Antwort kriegen, die sich dann allerdings auch teilweise gewaschen hat. Und ich habe teilweise auch schon Leute erlebt, das sind wenige, sage ich ganz offen, zu wenige, ich mache mir trotzdem die Mühe, die dann im Endergebnis sagen, Mensch, Sie haben mir doch noch mal einen Aspekt gegeben, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Oder verstehen Sie mich jetzt? Ich bin einfach emotional am Ende. Neulich hatten wir eine Fernsehdiskussion, wo zwei junge Frauen da versucht haben, mit mir in so ein Kreuzfeuer einzutreten. Also ich will sagen, einerseits ja, wir müssen miteinander reden, aber es ist auch vor allem die Aufgabe der Politik, mit den eigenen Wählerinnen und Wählern mal wieder zu reden und es nicht nur anderen zu überlassen. Oder aber eben Twitter oder Instagram oder Facebook mit einem netten Tweet diese Kommunikation zu übernehmen, sondern wirklich auch in die Diskussion einzusteigen. Aber auf der anderen Seite auch klar zu sagen, es gibt Grenzen und da wird dann auch nicht mehr diskutiert, da ist dann Feierabend. Weil wenn wir uns in den Bereich der Gewalt, des,
der Hass und das, der Hetze bewegen. Ich sage mal so, Hass und Hetze sind keine Meinung. Und deswegen diskutiere ich mit solchen Leuten an der Stelle dann auch nicht mehr. Frau Tischereit, Sie haben ja gesagt, dass Sie jeden so sein lassen möchten, wie er sein möchte. Also Rassisten können von mir aus Rassisten sein, wenn Sie das zu Hause machen in Ihren vier Wänden, dann können Sie es machen. Herr Kramer geht in die Diskussion. Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie auch diskutieren oder ob Sie sagen, pff, nein. Ich vermute, dass auch mit mir selbst gelegentlich diskutiert werden muss. Das ist schon mal das Erste. Ich würde auch Entre die Mufti nicht sagen. Das Problem stellt sich, glaube ich, doch eher andersrum. Gegenüber Antisemiten und Rassisten muss relativ deutlich und klar gesagt werden, nein. Ja? Ich habe doch auch solche Begegnungen. Ich muss aber gelegentlich sagen, du kannst dich diese Meinung haben, aber nicht bei mir im Haus. Dann sind wir eben nicht mehr zusammen und der Tee schmeckt nicht mehr. Fertig. Es muss auch mal wenigstens unangenehm sein, Antisemit und Rassist zu sein. So. Und ich denke, wir müssen auch unbedingt eine andere Seite noch betonen. Die Wählerinnen und Wähler, ich komme mir jetzt wirklich schon vor, wie die KommentatorInnen in den Wahlnächten, die haben ja schon was gezeigt, die haben ja schon was gewollt. Und wir haben offensichtlich die Möglichkeit, jetzt wirklich mal ein bisschen Luft zu holen, aufzuatmen und eben auch zu gestalten. Ja, und die Regierung wird eine Sache tun, sie legt ja auch was vor, das ist auch schön, aber das ist doch auch gewachsen auf dem, was Zivilgesellschaft sich erkämpft hat und weiter erkämpft. Und weil die Leute in Hanau und in Halle und in Mölln und in München, die geben ja alle keine Ruhe, das ist doch gut so. Und es muss auch weiter so sein. Und Ismet Tekin, ich zitierte ihn am Ende meiner Rede, ne? Wir sind zusammen in Solidarität. Die, die bei uns waren, das sind die Besten, muss ich sagen. Das dürfen wir in keinem Moment vergessen. Es ist wunderbar, wenn jetzt eine Justizministerin, Innenminister und so weiter jetzt mal diese Errungenschaften der Zivilgesellschaft verstetigen könnte und in Rechtsform gießen kann. Aber wir müssen weitermachen. Das ist bestimmt das Wichtigste. Und auch die Anteilnahme, die es braucht für die Betroffenen, für die Geschädigten, das kann gar kein Regierungsamt lösen. Es ist immer wieder gesagt worden, da stand Herr Walter Steinmeier da und da und was soll das? Ich finde das total wichtig. Er musste da stehen. Das ist das Mindeste, dass Frank-Walter Steinmeier nach Hanau kam. Aber wir müssen da eben stehen. Und die Gruppen, die sich miteinander unterstützen, die da hinfahren, ja, nach Hanau war Halle. Und die Halle-Überlebenden sind kaum zu Trost gekommen und fahren schon nach Hanau. Und das ist wichtig. Ja, und dass wir diese Anstrengungen, die auch im NSU-Zusammenhang gemacht worden sind, dass wir die wertschätzen, weiterentwickeln und als kräftige Stimme behalten. Das ist eine Selbstorganisation. Ja, die Leute von Halle, die haben nachher mehrfach Festivals organisiert. Es hieß Festival of Resilience. Ja, wo soll denn die Kraft herkommen? Doch nicht vom Schreiben des Ministeriums, sondern dass man sich eben trifft und dass man miteinander ist. Also diese Kraft, die Zivilgesellschaft hat, ja, ich denke, NSU in gewisser Beziehung ist es eine verlorene Sache gewesen, wenn man auch das Urteil betrachtet. Aber in anderer Beziehung hat die Zivilgesellschaft eine ganz enorme Selbstorganisation um diese Fragen erfahren, durchgeführt und ist weiterhin da. Und wenn die eine Bewegung möglicherweise nicht mehr auf dem gleichen Niveau weitergehalten werden kann, so ist es auch nicht schlimm.
Es gibt woanders andere Bewegungen, die an einer anderen Stelle wieder anfangen, die wieder neu, also Dortmund zum Beispiel, da werden jetzt Fälle aufgedeckt von rassistischen Morden, die sind 15 Jahre zurück. Das ist gut, das ist gut, das ist richtig, das sind alles diese Dinge, die klar machen, da gibt es eben Watch, da gibt es Watch, ein ziviles Watch, das das eben auch zum Thema macht. Und deswegen ist eben meine besondere Intention zu sagen, sich sichtbar machen in diesem Wollen. Deswegen habe ich auch so viel über diesen Rat der vielen geredet. Das ist eine Antwort auf diese Frage Sicherheit für alle, nämlich sein. Sein, das Recht zu sein, eben beanspruchen, deutlich machen, sichtbar machen und sichtbar sein, den Raum ausfüllen. Das geht auch bis in die Frage Opferschutz, Opferfonds. Ja, das muss ja überall erstritten werden. Ja, dieser Opferbeauftragte der Bundesregierung hat ja offenbar außer Trost nichts im Beutel. Also alle diese Dinge werden thematisiert von diesen sich selbst organisierenden Betroffenen, von UnterstützerInnen, und sie bleiben auch weiterhin die wichtigen Akteure. Und dass wir mal da erwarten können, dass das, was da schon errungen wurde, aufgenommen wird, das ist ja gut. Aber aufhören kann niemand. Aufhören kann niemand, im Gegenteil. Mein Eindruck ist, jetzt ist der Raum da, gestalten zu wollen, und den sollen wir denn auch nehmen. Danke, Frau Dütschein. Ich würde den Faden gerne aufgreifen, weil das führte auch so ein bisschen zu meiner letzten Frage, weil wir kommen langsam ans Ende, weil wir haben Solidarität genannt. Sie haben gesagt, Selbstfürsorge, ne? Also dieses Festival of Resilience ist ja total wichtig, und sichtbar werden und sein. Also alles Wörter, die miteinander in Verbindung stehen, und um eben kämpfen zu können, so wie Sie es, also ich weiß nicht, ob Sie es als Kampf betrachten, vielleicht ist es auch gar kein Kampf, Herr Kramer, aber dieses sichtbar sein, Rede und Antwort stehen, jemanden zu antworten und dann kommt eine Antwort, das bedeutet ja auch, dass man erstens Fürsorge betreibt mit sich selber, weil das macht ja auch was mit einem. Und das Zweite ist natürlich dieses ständige Präsentsein. Da braucht man ja auch noch mal Kraft zu. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, wo es um Solidarität geht. Sie haben wahrscheinlich sehr viele solidarische Netzwerke, wo Sie sich austauschen können und so weiter. Und genau das würde ich aus diesem Abend mitnehmen, ne? Solidarität, Dasein und sich eben auch um Selbstfürsorge und um gemeinsame Fürsorge kümmern. Die Frage der Zivilgesellschaft, wie kann sie gestärkt werden, weil Zivilgesellschaft sind wir ja wir alle, trotz unserer Etiketten nebenher, wie kann man sie besser unterstützen im Kampf gegen rechts? Vielleicht nochmal als kleine Blitzlichtrunde, so jetzt habe ich es, Blitzlichtrunde, bitte. Also ich bin aus eigener Erfahrung tatsächlich nach Hanau zu einer Freundin von Selbstorganisation von migrantischen Gruppen geworden. Also mir hat das unheimlich viel geholfen, dass wir gesagt haben, wir organisieren uns, wir kommen zusammen, wir geben uns gegenseitig Kraft, und wir haben uns bewusst auch sozusagen nach innen gewandt. Also gar nicht so sehr dieses auslaugende, wir gehen jetzt überall hin auf Podien und alle wollen irgendeine Meinung oder organisieren Demonstrationen und so, sondern wir haben bewusst auch nach innen geschaut. Und für mich war an dieser Stelle diese Unterstützung gar nicht so wichtig von außen, sondern dieses Selbstbewusste zu sagen, wir sind uns an der Stelle selbst genug und wir brauchen uns. Und wir stehen zusammen als POCs, mittlerweile sind wir jetzt in Kassel auch als eine durchaus sehr große, anerkannte Gruppe, wo es dann immer dann auch heißt, wenn es irgendwas gibt, ist dann jemand von der BIPOC-Gruppe dabei. Aber der Anfang war einfach nur, eine Plattform zu haben, wo wir einfach gemeinsam nach Hanau zusammensitzen und weinen konnten, weil es diesen Raum einfach nicht gab.
weil alle nur darüber gesprochen haben, wie wird Karneval aussehen und gehst du zu Karneval? Und dann haben wir uns einfach zurückgezogen und gesagt, wir brauchen einen Raum für uns. Und das ist nicht eine Frage von Unterstützen von außen, sondern es ist eine Frage von Selbstbewusstsein und sich zusammenfinden und sagen, wir machen das jetzt für uns. Wir warten nicht auf jemanden, der uns was gibt. Und mittlerweile kriegen wir auch viele Angebote für Fördermittel und dies und das. Aber daran hängt es nicht, meiner Meinung nach. Also das ist für mich das Wichtige, genauso wie die Frauenbewegung sich auch erstmal zusammengeschlossen hat und zusammengeschaut hat und einfach eine Position für sich entwickelt hat und sich gegenseitig sozusagen ein Safe Space geboten hat. Und das ist, also, das ist das, was mir geholfen hat in den vergangenen Jahren. Und ich sehe das in vielen Communities auch, dass es so geht. Frau Bettnerz, wie sehen Sie das? Ja, also ich kann persönlich berichten, ich versuche eigentlich zu vermitteln, dass man sich von Hass und Hetze nicht einschüchtern lassen darf. Ich bekomme ja auch solche Mails, auch Morddrohungen. Und ich mache das so immer mal wieder, dass ich ich habe es gar nicht so lange her, also weiß mir, das ist jemand, der mir auch zwischenzeitlich tatsächlich schon Morddrohungen geschickt hat. Leider kommt der Staatsschutz nicht dahinter, was das für ein Account ist. Und ich habe dann, wann war das? Ich glaube so vor 2 Monaten, in ziemlich deutlichen Worten auf Facebook geschrieben. Der liest ja immer mit und schreibt dann immer, bezieht sich auf meine Postings, dass mir das komplett egal ist und dass mich das null einschüchtert. Ist auch so. Oder auch wenn Hass-Tweets oder so, dann mache ich manchmal Screenshots und teile das dann selber und mache mich drüber lustig. Einfach, weil ich diesen Leuten signalisieren will, du wirst nicht gewinnen. Und du wirst schon gar nicht erreichen, dass ich mich sozusagen aus dieser Auseinandersetzung mit Recht zurückziehe. Und ich merke dann so auch an der Resonanz, dass das andere ermutigt. Ne? Also einfach Flagge zeigen und sich nicht von diesen Leuten einschüchtern lassen. Und so ein bisschen weitergehen, Zivilgesellschaft, finde ich, hat sich auch viel getan. Also ich meine, das sieht man ja daran an der Veranstaltung heute jetzt zum Beispiel, aber auch es gibt so viele ganz unterschiedliche Bereiche, die einfach Veranstaltungen machen. Gerade die Kirchen machen sehr, sehr viel inzwischen zu Rechtspopulismus und ich habe morgen Abend erst wieder eine Veranstaltung dazu. Und das ist ja auch dann so in den Diskussionsrunden danach, dann reden die Leute, dann erzählen auch Menschen, Pfarrer, die das in ihrer Gemeinde erleben und so. Und allein dieser Austausch und dass man sich mal darüber auch unterhalten kann, das hilft und stärkt natürlich auch. Also insofern bin ich, was so die Zivilgesellschaft angeht, habe ich eigentlich einen ganz positiven Eindruck. Und das reicht nun wirklich von konservativ-kirchlichen Gruppen bis zum linken Spektrum ohnehin. Aber es ist schon, finde ich, schon mittlerweile auch recht breit verankert. Wer von Ihnen beiden möchte? Ladies first. Bitte. Naja, ich hatte ja schon, also wenn ich anknüpfe an dem Gedanken der Selbstorganisation und wie betreten sozusagen die Selbstorganisierten die politische Bühne, dann ist das eben der Rat der vielen. Und das wäre eben die Einrichtung mit einer parlamentarischen Verfasstheit, die dann auch wirklich gehört werden muss, nicht gehört werden darf, sondern gehört werden muss und wo es dann auch darüber Rechenschaft geben muss, inwieweit diesen Anliegen Rechnung getragen wurde und inwieweit eben nicht. Also dass das einen anderen Charakter bekommt als in Programmen so wie Demokratie leben, das machen wir mal für ein Jahr, dann gucken wir, ob wir das verlängern, vielleicht verlängern wir es auch, vielleicht ja auch nicht und eigentlich machen die das ganz gut. Das finde ich langsam unwürdig. Ich finde, da müssen rechtmäßige Positionen eingenommen werden können. Also das wäre mein Credo. Und was diese Angst betrifft, ja, ich weiß nicht, Molly ist ja hier. Sie sagte, endete ja ihr Statement mit dem Wort you messed with the wrong woman, with the wrong family, with the wrong community and with the wrong people. Und ja, so ist es. Ja, der Attentäter hat sich mit der falschen Frau angelegt, mit den falschen Familie, mit der falschen Community und mit den falschen Leuten überhaupt. Jawohl. Das sollte jetzt eigentlich das Schlusswort sein, aber ich will doch noch, wir haben eben von Morddrohungen gesprochen, ja. Wissen Sie, was das Schönste für mich war? Die ersten, die sich bei mir gemeldet haben,
angerufen haben, mir eine SMS geschickt haben, waren muslimische Freundinnen und Freunde, die mich in all den Jahren oder die wir haben uns gegenseitig begleitet in der Kopftuchdebatte, in der Halal-Debatte, in der Beschneidungsdebatte und viele andere Bereiche. Nach Solingen, nach Rostock, Lichtenhagen und vielen dieser Dinge, wo ich gedacht habe, Mensch, wir sind zusammengewachsen. Das heißt nicht, wir sind nicht gleich. Das heißt auch nicht, dass wir nicht uns gegenseitig streiten über den Nahen Osten, über viele andere Dinge, wo auch Juden manchmal daneben liegen und nicht zu selten. Aber am Ende, da ist was gewachsen. Und das macht auch den Unterschied aus. Das vielleicht nur mal noch am Rande. Ich bin bei Esther Discherey, die eben gesagt hat, wir müssen uns diese Räume nehmen und wir müssen die gestalten. Michel Friedmann hat mal so schön gesagt, niemand wird als Antisemit oder als Rassist geboren, sondern eine Gesellschaft macht Menschen erst dazu. Und ich sage es mal ein bisschen platt jetzt, weil ich ja manchmal etwas vielleicht auch zu burschikos formuliere. Ich brauche keinen Ministerpräsidenten und keinen Bundeskanzler, um meinen inneren Kompass einzustellen, sondern wir brauchen Solidarität, Empathie miteinander, sich interessieren, neugierig sein für das Gegenüber, für die anderen in einer Gesellschaft. Und ich glaube, dann kriegen wir das hin und da bin ich auch ziemlich zuversichtlich. Und um mit den Worten eines alten Bundeskanzlers Willy Brandt zu sprechen, der in den 60ern sich schon mal mit der Frage beschäftigen musste, ist das zu Ende mit dieser Demokratie? Und wir stehen, glaube ich, gerade im Moment vor ganz besonders großen Herausforderungen, weil auch ich, nicht weil ich per se was gegen Nazis habe, sondern weil ich diese Bedrohung auf diesen unterschiedlichen Bereichen, den sozialen Räumen, die sie sich schon erobert haben, als wirklich existenziell für unsere Gesellschaft und für unser Land ansehe. Ich sage, diese Demokratie ist nicht am Ende. Wir fangen gerade erst richtig an. Da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir fangen gerade erst richtig an. Wir müssen hier leider einen Punkt setzen. So traurig es ist, aber wir würden Ihnen gerne mit einem Kunstprojekt beenden. Ich kann es gar nicht anders benennen. Also es ist ein wunderschönes Gedicht von Siham Karimi. Ich würde Sie gern auf die Bühne bitten, Siham Karimi. Haben Sie ein Mikro eigentlich oder wollen Sie sich... Ach nee, Sie dürfen... Ah, wunderbar. Stimmt, ist ja Corona. Genau. Und die Bühne gehört Ihnen. Hi, hallo auch von mir. Vielen Dank für den schönen Abend und auch für die sehr anregende und sehr spannende Diskussion. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht, das nennt sich Point of View. Es wird sehr selbsterklärend sein, deswegen fange ich einfach mal an. Ich kann kunterbunt auf einer Bühne stehen und euch teilhaben lassen an meinen Gedanken und ihr könnt trotzdem nicht die Welt aus meinen Augen sehen. Aber habt teil an den Gedanken eines wandelnden Mosaiks. Dichter, Tochter, Frau und Muslim, Migrantenkind, Studentin, aber ich bin so viel mehr. Bin mehr so ein Mensch mit Stern. An jedem Attribut, jedem beschreibenden Nomen habe ich einen Erklärungsverweis. Ich bin mehr, als Mensch mir anzusehen meint. Da gab mir jemand mal einen guten Rat. Da gab mir jemand mal einen Rat, ganz gut gemeint und für ihn sicherlich eine gute Tat, aber der saß mir sehr schwer am Magen. Ich solle doch meine Gedichte anders schreiben, nicht mehr aus meiner eigenen Sichtweise. Ich soll auf meine eigenen Gefühle verzichten und die Perspektive meines Gegenübers zeigen. Es sei interessanter, die Welt anderer zu beschreiben. Und da musste ich mich fragen, ob ich denn nicht reiche. Wieso reicht mein Blick auf die Welt nicht? Wieso reicht mein Innenleben, so chaotisch es auch ist, nicht? Wieso reiche ich dir nicht? Schau, ich hab nur diese Augen, diese Stimme, diese meine Worte. Schau, ich hab nur diesen Körper, der mich in der Gesellschaft verortet. Nun, was passiert, wenn du mir sagst, mein Blick sei nicht interessant? Meine Perspektive sei nicht relevant, mein Gedichtetes sei nicht groß, nicht breit, nicht weiß genug. Was heißt das nun? Was heißt das, wenn deine Stimme lauter bleibt und deine allgemeinen Meinungen zeigt und nur du nimmst dir den Raum? Nur du machst dich breit und meine Wenigkeit bleibt nur das. Wenig. Niemand wird meine Welt sehen. Auf ewig. Was passiert, wenn ich mein persönliches, ach so individuelles, nicht verbreitetes Erfahrenes einfach persönliches sein lasse? Meins für mich behalte, weil es angeblich nicht in die Gesellschaft passt. Soll ich deines, ach so allgemeines, noch einmal dichten? Soll ich es mit Poesie schönrichten? Soll deines, ach so allgemeines, als einziges den Raum besitzen?
Meines soll so weit in den Hintergrund rücken, soll nur deines die Wände des Raumes schmücken, überhaupt den ganzen Raum erst einnehmen? Von welchem Raum ist hier die Rede? Sag mir, ist das ein Raum, der nur für dich bestimmt ist, in dem es nur Menschen wie dich gibt, in dem nur Mensch Kopien von deinen eigenen Meinungen bespricht? Ist das ein Raum, in dem Mensch nur Kopien deiner eigenen Meinungen bespricht? Du versperrst mir Wege hinein in diesen Raum. Du willst keine Vielfalt und hältst sie systematisch auf, aber ich gebe nichts drauf. Ich trete ein und nehme mir die Bühne. Ich nehme mir das Mikro, denn ich habe einen Anspruch. Ich habe Anspruch darauf, gehört zu werden. Anspruch darauf, meine Erfahrungen zu verbreiten und dir meine Welt zu zeigen. Schau, wir zwei sind nicht ganz ähnlich, haben auch niemals dasselbe Erlebnis und doch geistern wir in denselben Städten. Das ist gar nicht meine eigene Welt, von der ich hier erzähle und nicht mein eigenes kleines Universum, sondern unsere. Und ich kann dir das nicht wegnehmen, wenn wir beide den Raum betreten und diese Bühne teilen. Wir machen sie uns zu eigen. Wir wissen, dass wir beide Teil davon sind. Und über verschiedene Blickweisen lernen wir voneinander. Wir eignen uns Wissen an. Wissen darüber, wie die Welt sich bewegt, was sie anregt, was sie aufregt, was sie erregt. Also, schau, ich bin hier und erkläre die Welt mir und mich der Welt. Schau, wie ich genauso wie du hierhin gehöre und wie ich will, dass mich jeder hört und will, dass sich jeder unterhält über die Welt und seine Sicht und ihre Sicht und meine Sicht und darüber, dass es immer noch dieselbe Welt ist. Und darüber, dass es immer noch dieselbe Welt ist, nur jeder sieht sie mit anderen Augen. Jeder macht sie zu einem Mosaik. Ich will, dass sich jeder unterhält darüber, dass es noch dieselbe Welt ist, ewig bunt und farbig. Ewig bunt und farbig. Und doch, mit Nazis diskutiert man nicht. Das ist das, was ich weiß. Wir gehen seit 2 Jahren auf die Straßen. In Deutschland interessiert es keinen Scheiß. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen wissen, wie es passieren konnte. In Halle, in Hanau, überall da, wo der Staat uns den Rücken kehrte. Ganz gekonnt, als wäre es eine Tradition. Die Welt ist ewig bunt und farbig, doch in Deutschland ist sie braun. Wir sehen es ganz genau nach Halle, nach Hanau. Wir warten noch immer auf Antworten. Wir warten auf Antworten vom NSU und auf Anerkennung Uri Jalos. Mit Nazis diskutiert man nicht. Also machen wir die Straßen dicht, mit der Faust in der Luft, mit all dem lauten Ruf. XY war kein Einzelfall. Wir wollen Widerstand überall. Widerstand, bis die letzte braune Weste weiß wird. Und auch Deutschland endlich wieder bunt und farbig. Dankeschön. Danke, Siam. Danke, Siam Karimi, für diesen wundervollen Abschluss. Ich glaube, wir konnten das Ausrufezeichen bestätigen. Ich habe mich sehr schwer getan, erst mit dem Titel. Jetzt darf ich es sagen, oder? Wir konnten ja, weil ich dachte, Sicherheit für alle ist ja so ein Appell und es ist so fordernd und was ja auch total gut ist. Aber diese Sicherheit fühle ich gerade nicht. Und wir haben heute Abend gemerkt, wir fühlen die alle nicht. Aber es ist gut, dass hier auf diesem Panel und auch hier im Raum und wahrscheinlich ganz an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland ganz viele Leute dieses Unsicherheitsgefühl teilen und sagen, ich lasse mich davon aber nicht einschüchtern, das macht mir Angst, aber ich werde die Angst überwinden und was anderes draus gestalten. Und wir haben heute Abend erfahren, natürlich konnten wir ganz viele Punkte nicht ansprechen. Jens Meyer hatten Sie angesprochen, ich hatte mir die untergetauchten RechtsextremistInnen noch aufgeschrieben. Ich wollte natürlich auch fragen, was mit den NSU-Akten ist, die unter Verschluss sind und so weiter und so fort. Also Fehlerkultur, das nächste Mal komme ich früher auf den Punkt. Aber wir haben heute Abend gesehen, es passiert was. Wir fangen gerade erst an, haben Sie gesagt. Und der Rat der vielen, das ist eine Idee, die hoffentlich übernommen wird von den entsprechenden Stellen. Und ja, Sicherheit, Solidarität, Selbstfürsorge, all das sind so Punkte, die sich bei mir anschließen heute Abend. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Ausblick zumindest. In die nächsten Tage. Ich wollte noch darauf hinweisen, es gibt am Samstag, an dem Tag finden ja die Gedenkveranstaltungen statt in Hanau. Ab 11 Uhr wird im HR übertragen. In Berlin finden ebenso 2 Demonstrationen, einmal am Leopoldplatz und am Hermannplatz statt. Es wäre schön,
wenn wir uns alle dort treffen könnten. Und ich würde diesen Abend natürlich ungern schließen, ohne natürlich an die betroffenen Familien zu erinnern in Halle, des NSU-Komplexes und München und alle anderen rassistischen Vorfälle, die Menschen zu Betroffenen gemacht haben und deren Familien traurig hinterlassen haben, sich wahrscheinlich immer noch erhoffen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und letztendlich auch würde ich gern an diejenigen erinnern, die es zurzeit wirklich schwer haben. Das sind die Familien, die in Hanau, die haben es schwer, weil sie diesen Untersuchungsausschuss dort antreten und erzählen und Fragen stellen und wahrscheinlich auch keine Antworten, oder ich hoffe, dass sie Fragen bekommen auf ihre Fragen. Also ich hatte mir zum Beispiel aufgeschrieben, was Serpil Temiz Unval, die Mutter von Ferhat Unval, dort gefragt hatte. Das war am 21. Januar vor dem Untersuchungsausschuss. Da hatte sie gefragt, hätten diese Morde verhindert werden können? Und ich glaube, das ist eine der gravierendsten Fragen, die man sich stellen kann. Aber darauf haben wir wahrscheinlich heute Abend keine Antwort. Ich würde noch einmal gern erinnern an Ferhat Unval, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nesal Hashemi, Mercedes Kirpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viruel Paun und Fatih Savaş Oğlu. Und ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen Stefan Kramer, Liane Bettenartz, Esther Dischereit und Abed Tesfayesus. Vielen Dank, dass Sie hier waren, und haben Sie einen guten Heimweg. Danke. Entschuldigung, ich muss Sie noch ganz kurz, Sie dürfen sich natürlich schon anziehen. Vielen, vielen Dank, McConnen, Meschgerner, an die Heinrich-Böll-Stiftung, und natürlich vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, in einem Ort der Würde und des Kampfes im Ballhaus Nonienstraße. Vielen Dank, Wagner, dass wir hier sein durften. Und genau, ich hoffe, der Kampf geht weiter, und wir sehen uns bei nächsten Veranstaltungen. Ciao. Applaus